Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier im Kino des Deutschen Filmmuseums. Ein frohes neues Jahr allen, die ich noch nicht gesehen habe, die mich noch nicht gesehen haben. Ich freue mich sehr, dass so viele heute gekommen sind, denn es ist wirklich eine besondere Veranstaltung, als Deutsches Filminstitut sich der Synchronisation zu widmen im Film, die ja nicht immer den besten Ruf nur hat, aber trotzdem nicht wegzudenken ist aus dem deutschen Filmgeschehen. Das ist uns sehr am Herzen gelegen. Wir machen das jetzt auch tatsächlich schon seit 3 Jahren zusammen mit Nils Daniel Peiler, der heute den Vortrag hält. Wir haben damals angefangen mit Casablanca, wo wir eine entnazifizierte Fassung zu sehen bekamen, wo dann plötzlich Interpol auftrat und der Gute als Strahlenforscher gejagt wurde. Also es ist nicht nichts mehr mit dem originalen Film zu tun hatte. Das sind so ist so die Bandbreite, was Synchronisation dann leisten kann. Wir werden heute aber noch viel mehr erfahren. Wir werden viel hören über die verschiedenen großen Synchronsprecher, die es in der Filmgeschichte Deutschlands gab. Wir werden viele Filmausschnitte sehen bekommen, wie ich schon gehört habe. Und ja, das Ganze wird eine Reihe werden, wo wir sie hoffentlich noch häufiger wieder sehen werden. Ich freue mich sehr auf diesen Vortrag. Nils Daniel Peiler ist auch, wird gleich vorgestellt noch, aber Co-Kurator auch der Ausstellung, die als nächstes dann als Sonderausstellung bei uns ab März zu sehen sein wird. Nämlich 2001 von Kubrick wird dann hier bei uns den dritten Stock besiedeln. Das können Sie sich schon mal vormerken. Von ab Ende März geht das dann los. Ja, wir freuen uns sehr, dass das auch eine Kooperation ist. Zum einen mit dem Kulturamt der Stadt Frankfurt und zum anderen mit dem Landesverband Hessen, des Bundesverbands der Dolmetscher und Übersetzer. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. BDÜ ist die einfachere Abkürzung. Und vom BDÜ ist jetzt Christopher Köbel da, der uns noch ein kleines Grußwort hält. Ich freue mich sehr und wünsche viel Vergnügen. Ja, liebe Filmfreunde, liebe Sprachinteressierte und liebe BDÜ-Mitglieder, denn ich hoffe, von uns sind auch einige da. Ich freue mich, dass wir uns hier im Deutschen Filmmuseum Frankfurt wiedersehen. Wir hatten ja im letzten Herbst bereits eine Jubiläumsveranstaltung hier, ebenfalls mit Nils Daniel Peiler. Zu den Synchron-Specials trägt der BDÜ bei, dass sie hier stattfinden können. Deswegen darf ich hier überhaupt stehen. Ich möchte kurz den BDÜ etwas vorstellen. Und dann Herrn Peiler. Wir sind der größte deutsche Berufsverband für Sprachmittler und repräsentieren etwa 80% aller organisierten Dolmetscher und Übersetzer, die für ihre Mitgliedschaft in unserem Verband auch die entsprechende Qualifikation nachweisen müssen. In der Regel heißt das einen Studienabschluss oder die Staatsprüfung. Im Landesverband Hessen vertreten wir 700 Mitglieder, bundesweit etwa 7.500. Von denen 80% Frauen sind. Dolmetschen ist also ein typischer Frauenberuf, immer noch. 2/3 von uns übersetzen das geschriebene Wort und 1/3 verdolmetschen die gesprochenen Worte. Und die große Mehrheit tut das als Solo-Selbstständige, also als Freiberufler. Wer sich mit dem Gedanken trägt, unseren Berufsstand zu ergreifen, sollte also sich so früh wie möglich auch über Unternehmensführung Gedanken machen, neben Sprache oder einem Fachgebiet. Schon im Studium lernen wir den Begriff des Scopos kennen. In seiner englischen Form Scope kommt Ihnen der Fachbegriff vielleicht ein wenig bekannter vor, weniger wissenschaftsdeutsch, aber der Scopos, da geht es um den Zweck eine Übersetzung, das Ziel, das, was eng damit zusammenhängt, für welche Leser, Hörer oder eben auch Zuschauer eine Übersetzung gefertigt wird. Und dieser Begriff hilft uns dabei, darüber nachzudenken, nach welchen Kriterien eine Übersetzung gut oder eben nicht gut ist. Denn es gibt nicht die gute Übersetzung, sondern auch, das wird man auch in den Synchronfassungen sehen, verschiedene Ansätze, dasselbe anders zu sagen. Im Bereich der Justiz, was ein sehr wichtiger Bereich für unsere Mitglieder ist, ist eine Übersetzung meistens dann gut, wenn sie richtig und vollständig ist. Diese zwei Worte tauchen in der Beglaubigungsfloskel auf, die man auf Urkunden schreibt. Man wird also nah am Wortlaut des Originals bleiben.
Bei technischen Übersetzungen gibt es oft internationale und nationale Industriestandards, nach denen man dann arbeiten muss. Da kann man weiter weg vom Ursprungstext, um den rechtlichen Anforderungen zu genügen für das Zielland. Und bei Marketingübersetzungen hat sich irgendwann als Kofferwort aus Translation und Creation das Wort Transcreation herausgebildet. Man überträgt also eine Botschaft in eine andere Sprache und passt den Text an die lokale Kultur, an die örtlichen Gewohnheiten an. Und das bedeutet dann, dass man im Endeffekt nicht übersetzt, sondern eigentlich neu erschafft, deswegen Transcreation. Und das bringt uns zur Filmsynchronisation, denn hier haben wir es auch mit ganz speziellen Anforderungen zu tun. Filme werden von vielen Zuschauern rund um den Globus gesehen und Synchronübersetzer müssen, wie die Transcreators im Marketing, darauf achten, das typische Allgemeinwissen, die kulturellen Gewohnheiten des Zielpublikums zu berücksichtigen. Wir haben gerade im Zusammenhang mit Casablanca von einer entnazifizierten Fassung gehört, weil das kurz nach Kriegsende dem deutschen Publikum nicht zuzumuten war. Jedenfalls war das die Ansicht der Filmschaffer. besonders wenn es dann um Witze, um Wortspiele oder Bezüge auf öffentliche Persönlichkeiten oder beispielsweise Nationalsportarten geht, werden auch immer wieder Anpassungen vorgenommen, damit es lustig oder auch verständlich bleibt. Die Synchronübersetzer sind dazu, anders als die Marketingleute, mit der Besonderheit konfrontiert, dass sie auf die Satzlänge achten müssen, dass sie möglichst lippensynchron arbeiten, wie man das so schön nennt. Das heißt, dass Lippen, die in einer anderen Sprache vollkommen andere Worte bilden, irgendwie die Übersetzung dazu beitragen muss, dass die Laute zumindest ähnlich aussehen, damit diese Synchronfassung unsichtbar wird. Diese Besonderheiten und viele spannende Einblicke wird uns hoffentlich im Verlauf der gesamten Synchron-Specials-Reihe Nils Daniel Peiler nahebringen. Herr Peiler hat als Filmwissenschaftler an der Universität des Saarlandes, dann hier an der Goethe-Universität und auch an der Pariser Sorbonne und an der Universität von Amsterdam zur Filmsynchronisation geforscht und publiziert. Er hat in ganz Deutschland schon Filmvorträge und Filmreihen zu einem Thema kuratiert, das, wie er ganz zu Recht sagt, zu wenig Beachtung findet. Vielleicht wie unser Berufsstand insgesamt oder wie aus dem Grund, dass die Synchronisation ja unsichtbar bleiben soll im Idealfall. Es mag auch ein schwieriges Feld sein, weil es sich immer im Grenzgebiet bewegt. Zwischen, ist es jetzt Filmwissenschaft? Ist es Übersetzungswissenschaft? Ist es eigentlich ein kulturwissenschaftliches Thema und man weiß nicht so genau, wo es hingehört? Auch das trägt sicherlich dazu bei, dass es noch nicht so sehr viel Literatur dazu gibt. Herr Peiler hat eine Anthologie dazu mit herausgebracht, die Ihnen mehr Einblicke geben kann, wenn Sie sich durch die Filmreihe inspiriert fühlen, mehr über das Thema wissen zu wollen. Die heißt Film im Transferprozess und ist im Schüren Verlag erschienen. Gut, nach dem Erfolg, wie gesagt, unserer Jubiläumsveranstaltung im Herbst waren wir auf jeden Fall überzeugt, dass wir dieses Thema auch weiter in die Öffentlichkeit tragen möchten. Und deswegen freue ich mich jetzt an Herrn Nils Daniel Peiler übergeben zu können und die Synchron-Specials einzuleiten. Vielen Dank. Ja. Ein herzlich willkommen auch von meiner Seite aus. Ich freue mich sehr, dass der Saal so voll geworden ist an einem Samstagnachmittag mit bestem Kinowetter zwar, aber um 15 Uhr alles andere als selbstverständlich. Ich freue mich sehr zum Auftakt dieser Reihe hier über so viele nette Worte. Danke an Urs Spörri vom Kino des Deutschen Filmmuseums und vielen, vielen Dank auch an Christopher Köbel vom BDÜ Hessen. Auch an Anja Söhns möchte ich noch einen Dank richten, abwesend vom Kulturamt der Stadt Frankfurt. Ohne die Unterstützung des Kulturamts und ohne die Unterstützung des BDÜ Hessen wäre diese Reihe so nicht möglich. Vielen Dank daher nochmal. Ja, ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zu dem Vortrag heute. Nun mal schön die Fassung bewahren. Bewusst natürlich schon ein etwas gewitzter Titel hier zu Beginn, der einen kleinen Streifzug bilden möchte heute Nachmittag mit Erkenntnissen aus einer Beschäftigung mit Filmsynchronisation. Und was wäre so eine Reihe, eine Eröffnung einer neuen Reihe ohne ein
Grußwort noch aus der Branche heraus. Ich freue mich sehr, dass Christopher Köbel vom BDÜ schon gesprochen hat und ich freue mich auch, dass uns im Vorfeld der Reihe auch eine weitere Grußbotschaft noch erreicht hat, die ich Ihnen zu Beginn präsentieren möchte, nämlich von den Kollegen aus Berlin, aus den Studios der Mediapaten, also ein Synchronatelier, in dem einige der größten bekannten zeitgenössischen Synchronstars ein- und ausgehen. Ja, und diese Videogrußbotschaft, die soll unsere Reihe nun aber dann auch endgültig eröffnen. Und ich denke, dass Sie zu Beginn eine Stimme hören werden, eine sehr angenehme, tiefe, sonore Bassstimme, die vielen von Ihnen vertraut sein dürfte. Film ab. Ja, vielen Dank an der Stelle auch an Mike Götze, den Geschäftsführer der Mediapartner in Berlin. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie uns diesen wunderbaren Videogruß übersandt haben und vielen Dank natürlich auch an alle beteiligten Schauspieler, also Manfred Lehmann, Ernst Meinke, Hansi Jochmann, Detlef Bierstedt, Regina Lemnitz, Volker Brandt und Engelbert von Nordhausen. Ja, und die Schweinebacke war natürlich schon eine wunderbare Überleitung auch zu unserer Reihe, denn Yippie-Yay-Yay Schweinebacke, damit werden wir uns dann um Ostern herum auseinandersetzen. Das nur als Ausblick schon mal. Da gibt es dann die deutsche Fassung von Die Hard, Stirb langsam, wieder mit Manfred Lehmann in der Titelrolle für Bruce Willis zu sehen und zu hören. Ja, ich möchte Sie ganz herzlich einladen nochmal für diese Reihe. Heute wird es darum gehen, ganz viele Filme in kurzer Zeit im Überblick anzuschauen. Das heißt, ich habe Ihnen ganz viel Material mitgebracht, ganz viele Filmausschnitte, während wir uns dann in den folgenden Terminen detailliert und fokussierter mit einzelnen Beispielen beschäftigen werden. Nächste Woche, nächsten Samstag geht es ja dann los mit Citizen Kane, dazu später mehr. Heute geht es eher überblickshaft eben um allgemeine, grundsätzliche Facetten des Themas, die ich Ihnen illustrieren möchte. Dabei können gewiss bestimmte Aspekte nur angedeutet werden, nur skizziert werden. Das soll als Anstoßgeber gedacht sein. Und ich möchte auch nicht nur hier zu Ihnen sprechen, sondern mit Ihnen reden. Das ist mir auch ganz wichtig. Deshalb wird es wie angekündigt nach dem Vortrag auch die Möglichkeit zur Diskussion des Gesehenen und Gehörten geben. Und vielleicht entwickeln sich ja auch Nachfragen über das, was ich Ihnen mitgebracht habe. Zum Ablauf ganz kurz, also wie angekündigt, der Vortrag wird rund 90 Minuten dauern, aber seien Sie unbesorgt, ich werde jetzt nicht anderthalb Stunden ununterbrochen hier zu Ihnen sprechen, sondern 90 Minuten mit den mitgebrachten Filmbeispielen. Ja, die OMU-Fans, die kommen heute Nachmittag nicht auf ihre Kosten, das nur als Vorwarnung, also sämtliche Clips sind ununtertitelt, sowohl die aus den Originalfassungen als auch aus den deutschen Fassungen. Christopher Köbel hat es ja eben schon erwähnt, wir hatten ja hier Ende September schon mal eine Reihe mit dem schönen Titel Drunter und Drüber und drüber synchronisieren, damit werden wir uns heute Nachmittag auseinandersetzen. Drunter, das sind die Untertiteleinblendungen, aber es ist eben eine ganz andere Form der Übertragung, der Übersetzung, des Transfers nochmal. Und um hier nichts zu vermischen, wird es heute nur ununtertitelte Clips geben, wobei ich Sie auch hier nochmal beruhigen kann, die überwiegende Mehrzahl der Beispiele kommt aus englischsprachigen Originalfassungen. Ja, das Thema Synchronisation ist von der Ausgangslage her erstmal etwas paradox, denn das Phänomen ist omnipräsent auf der einen Seite. Die deutsche Fassung ist im Kino, im Fernsehen, im Heimkino bei weitem die beliebteste Fassung. Der kritische Diskurs darüber andererseits ist hingegen noch immer unterrepräsentiert. Es lässt sich zwar in den vergangenen Jahren ein verstärktes Interesse ablesen, zum Beispiel an Veröffentlichungen wie den hier gezeigten, sowohl im populären Bereich wie Sabine Palkes Handbuch zur Synchronisation oder im populärwissenschaftlichen Bereich wie Thomas Bräutigams Lexikon Stars und ihre deutschen Stimmen, als auch im akademischen Bereich, hier sei stellvertretend der Sammelband Dubbing erwähnt, gibt es vermehrt Veröffentlichungen zum Thema. Es gibt auch immer mehr Teilstudien zur Synchronisation einzelner Filme. Aus den verschiedenen Philologien heraus, aus den Translationswissenschaften. Es gibt umfangreiche Dissertationen, etwa zur frühen Synchronpraxis in Deutschland. Aber insgesamt ist da noch viel Potenzial auf jeden Fall. 2015 habe ich mit Dr. Thomas Bräutigam aus Berlin ein Sammelband herausgegeben, Film im Transferprozess, wo wir dem auch ein bisschen entgegenwirken wollten und das breite Spektrum des ausgreifenden Themas Synchronisation damals anhand verschiedenster Beiträge von Synchronforschern aus Disziplinen wie Medienwissenschaft, Hispanistik, Kunstgeschichte, Filmwissenschaft
abbilden wollten. Und ich freue mich sehr, dass heute Abend auch eine Autorin des Sammelbandes hier ist, Megumi Hayakawa, die einen ganz wunderbaren Beitrag geliefert hat, nämlich unter dem Titel Japanischer als das Original mit Fragezeichen. Und da geht es um die Synchronisation von Hollywood-Filmen, in denen Hiroyuki Sanada und Ken Watanabe auftreten. Original- oder Synchronfassung, diese Unterscheidung oder diese Frage, die stellt sich für viele erstmal oft gar nicht, denn die überwiegende Mehrheit, die konsumiert Filme hierzulande lieber auf Deutsch. Es hat auch oft das Publikum hat auch oft gar keine andere Wahl, denn die Filme, die in Deutschland im Kino oder im Fernsehen massenhaft gesehen werden, die sind daher meistens immer Bearbeitungen. Dabei werden Originaldialoge mit deutschsprachigen Schauspielerinnen und Schauspielern mittels einer Synchronübersetzung und eines eigenen Synchrondrehbuchs nachvertont. Diese allgegenwärtige, doch viel zu selten bewusst gemachte und hinterfragte Tatsache, dass wir es also in der überwiegenden Mehrheit der filmischen Rezeption ständig mit Bearbeitungen zu tun haben, diese Tatsache soll Ausgangspunkt auch des heutigen Vortrags sein, und ich werde auch auf den erwähnten Sammelband immer mal wieder zurückkommen. Wir möchten also heute Nachmittag einigen Möglichkeiten, einigen Schwächen der Synchronisation nachgehen. Dafür möchte ich Sie sensibilisieren, aber auch der historischen, der technischen, der ästhetischen Entwicklung der Synchronisation nachspüren. Und nicht zuletzt möchte ich hier heute auch jenen Personen, die als Synchronautoren, Synchronregisseure, Synchronschauspieler oft einem breiteren Publikum allein durch ihre Stimme präsent sind, einen Namen und ein Gesicht geben. Im Alltag zeigt sich hier bereits die Zwiespältigkeit des Themas auf, denn selbst vielbeschäftigte Synchronschauspieler werden im Alltag zwar an ihrer Stimme erkannt, doch wer kennt schon ihre Namen und Gesichter? Ein Beispiel habe ich Ihnen gleich zu Beginn mitgebracht, das ist nämlich Rajvinder Singh. Ein Sprachwissenschaftler und Autor, den sehen Sie hier links, der spricht für Kunal Jana als Rajesh Kutrapali in der Serie The Big Bang Theory, die gerade wieder mit einer neuen deutsch synchronisierten Staffel im Fernsehen startet. Und wie es ihm im Alltag ergeht, wenn er erkannt wird, nur an seiner Stimme, aber eben ohne Namen, ohne Gesicht, das erzählt er im Videoblog der Mediapaten auf folgende Weise. Ja, wer kennt schon selbst jahrzehntelang dienende Synchronschauspieler wie zum Beispiel Joachim Kerzel für Dustin Hoffmann hier rechts oben in der Ecke, dieses Paar, oder auch ein historisches Beispiel Gerd Günther Hoffmann für Paul Newman, diese Kombination hier unten rechts, oder Wolfgang Dräger für Woody Allen, über 30 Jahre verbunden hier unten links, oder auch Christian Brückner für Robert De Niro, hier oben links in der Ecke, auch seit über 40 Jahren stimmlich verbunden. Wer kennt diese selbst jahrzehntelang praktizierenden Synchronschauspieler mit Namen oder gar Gesicht? Ihre Stimme kennen hingegen sicherlich sehr viele von ihnen. Gewiss haben sich vereinzelte Synchronstars, wie beispielsweise Christian Brückner, hier für Robert De Niro, einen Namen gemacht, doch eine adäquate Würdigung der Schauspiel-, aber auch der Synchronregieleistungen, beispielsweise in Form von Namensnennungen auf Filmplakaten, in Trailern oder Vorspannen, diese Würdigung bleibt im aktuellen Filmgeschäft aus. Oft erfährt sogar eine breitere Öffentlichkeit erst mit dem Tod etwas über die Arbeit als deutsche Stimme von, so etwa im Falle des Schauspielers Norbert Castell, der 2015 mit 86 Jahren verstarb und zuvor 24 Jahre lang seit dem deutschen Start der Cartoonserie Die Simpsons Homer Simpson sprach. Synchronschauspieler werden in einem gesonderten deutschen Abspann erst nach dem internationalen Abspann erwähnt, also gleichsam als Anhängsel des Anhängsels, wobei eben diese Position bezeichnend ist. Sie müssen also schon sehr lange im Kino sitzen bleiben, wenn Sie überhaupt die Namen der Synchronbeteiligten erfahren möchten. Und ich habe Ihnen auch mal ein Beispiel eines solchen extra Synchronabspanns mitgebracht. Das wird im Fachjargon Dubbing Card genannt. Und zwar habe ich Ihnen die Dubbing Card von Fox of Germany hier aus Frankfurt, dem deutschen Verleih von Der fantastische Mr. Fox von Wes Anderson aus dem Jahr 2009 mitgebracht. Wenn Sie also ganz lange sitzen bleiben im Kino nach Der fantastische Mr. Fox den internationalen Abspann zu Ende gesehen haben, dann kommt die Dubbing Card und dann erfahren Sie zum Beispiel, welches Synchronstudio diese Bearbeitung gemacht hat. Also hier mit Namen und Logo ein ganz traditionsreiches Synchronatelier, nämlich Berliner Synchron Wenzel Lüdecke.
Sie erfahren auch, wer die Rohübersetzung gemacht hat. Sie erfahren, wer Dialogbuch und Dialogregie verantwortet hat. Das ist übrigens keine Seltenheit, dass das in Personalunion geschieht. Das gibt es häufiger. Und Sie erfahren ganz wichtig auch weitere Beteiligte, die Sie zwar nicht stimmlich hören, die aber eben auch mitgearbeitet haben an dieser Synchronfassung, sie überhaupt erst ermöglicht haben. Sie erfahren aber natürlich auch die Namen der Synchronschauspieler. Wenn Sie dann weiter sitzen bleiben, dann sehen Sie zum Beispiel, dass Mr. Fox und Mrs. Fox, das Paar des Films, das Fuchspaar, auch von einem Schauspielerpaar gesprochen wird, nämlich Christian Berkel und Andrea Sawatzki, anders als im Original George Clooney und Meryl Streep. Und Sie erfahren also die einzelnen Rollen bis hin zur musikalischen Bearbeitung, dass hier ein Kinderchor eingesetzt wurde und ein Song extra aufgenommen wurde für die deutsche Fassung. Und Sie erfahren auch, dass die Pfeif- und Schnalzlaute von Mr. Fox aus dem Original von George Clooney, aus der Originalfassung übernommen wurden und für die deutsche Fassung nicht eigens neu eingespielt wurden. Das ist sozusagen ein Positivbeispiel einer Dubbing-Card. Die Nennung ausschließlich in einem solchen gesonderten Extra-Abspann als Dubbing-Card war allerdings nicht immer so. Es gab einmal die Nennung von Synchronstudios in einem eigens angefertigten deutschen Vorspann. Doch diese Tradition ist in den 1980er Jahren weitestgehend aus dem Kino verschwunden. Und schon damals gab es auch einzelne Studios, die konsequent nie ihre Synchronarbeit ausgestellt haben, etwa Metro-Goldwyn-Mayer. Also da suchen sie vergebens in deutschen Metro-Goldwyn-Mayer-Filmen im Vor- oder Abspann nach der Namensnennung. Ich habe Ihnen so ein Beispiel auch mitgebracht, ein historisches Beispiel für einen extra angefertigten deutschen Vorspann. Das ist von 1952, Alles über Eva. Den Film hatten wir Ende September hier auch präsentiert, mit dem deutschen Dialogbuch von Erich Kästner. Da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Und hier sehen Sie dann eben, dass die Ultrafilm extra auch die Dialogleistung und die Synchronregieleistung in dem deutschen Vorspann, der eigens erstellt wurde für Alles über Eva von Joe Mankiewicz, dann würdigt. Aber auch hier erfahren Sie nicht die Schauspieler im Vorspann. Paradoxerweise ist es selbst so, dass wenn mit Synchronfassung Werbung gemacht wird, die Schauspieler oft keine Namensnennung erfahren. Also hier ein aktuelles Beispiel, eine aktuelle Heimkino-Edition von Stanley Donnens Klassiker Charade. Und da finden Sie dann auf dem Cover einen extra Sticker, erstmals mit der durchgehenden Originalsynchronisation. Das hat technische Hintergründe, es gab da einen Produktionsfehler und man hatte den letzten Teil der deutschen Synchronfassung nicht mehr und hat den dann mit anderen Schauspielern neu aufgenommen. Daraufhin haben sich die Fans des Films so entrüstet gezeigt, beschwert, dass sie die vollständige Erstsynchronisation eingefordert haben. Die wurde dann wieder aufgelegt. Aber wenn Sie selbst auf die Rückseite der DVD-Verpackung schauen, dann finden Sie hier nur den Hinweis durchgehende deutsche Originalsynchronisation der Stimmen von Audrey Hepburn und Cary Grant. Man hätte natürlich auch schreiben können mit Uta Halland und Kurt Ackermann. Aber auch hier werden die Schauspieler wieder verschwiegen. Es gibt aber auch positive Gegenbeispiele, etwa wenn sich Hollywood-Stars selbst aufopfernd hinknien und ihre deutschen Stimmen würdigen, so geschehen bei der Verleihung der Goldenen Kamera 2016 an Helen Mirren. Schauen wir auch da mal rein. Ja, soweit also die Würdigung Helen Mirrens von Karin Buchholz. Karin Buchholz ist fast das Herz stehen geblieben, als sie die Fernsehausstrahlung damals gesehen hat. Sie wusste nichts davon und man sieht auch, wie improvisiert das Ganze war. Eigentlich war Helen Mirren schon im Abgang von der Bühne begriffen. Und tatsächlich können Sie das auch nachsehen und nachhören im YouTube-Kanal der Mediapartner. Da gibt es ein ausführliches Interview mit Karin Buchholz, wie sie diese Nachricht empfangen hat. Ja, eine weitere positive Ausnahme ist eine würdigende Fotoausstellung, die derzeit durch Deutschland tourt, von Marco Justus Schöler mit dem schönen Projekttitel Faces Behind the Voices. Die war auch schon hier im Frankfurter Hauptbahnhof zu Gast und tourt durch Deutschlands Einkaufsbahnhöfe. Es gibt dazu auch eine Veröffentlichung, die hier rechts gezeigt ist. Und da gibt es eben eine Verquickung aus fotografischen Porträts, die Schöler angefertigt hat, mit Stimmaufnahmen. Auf einige der Schauspieler werden wir natürlich heute im Laufe des Nachmittags auch zu sprechen kommen und wir werden sie auch hören. Vielleicht hat der eine oder die andere von Ihnen die Ausstellung auch schon gesehen. Weiteres positives Beispiel wäre ein Film,
aus dem Jahr 2016. Es gibt eine schöne Dokumentation mit dem auch schönen Titel Being George Clooney, a film about the art of dubbing von Paul Mariano. Und die stellt die internationalen Synchronschauspieler, die George Clooney ihre Stimme leihen, rund um den Globus vor. In Deutschland sind das allein zwei verschiedene, denn je nachdem, von welchem Regisseur der Film stammt, in dem George Clooney spielt, und je nachdem, welches Studio und welcher Verleiher denn den Film herausbringt, ist das entweder Martin Umbach oder Detlef Bierstedt. Detlef Bierstedt haben Sie zu Beginn schon in dem Videogrußwort gehört. Und die internationalen George Clooneys, die gibt es in Paul Marianos Film. Ein weiteres positives aktuelles Beispiel ist, es gibt ein neues Gütesiegel für Synchron, nämlich vom Synchronverband Die Gilde e.V. aus Berlin, die einen Katalog entwickelt haben, einen Kodex für gute Synchronarbeit und eben auch ein entsprechendes Gütesiegel zur Auszeichnung herausragender Synchronisation vorgelegt hat. Also auch da tut sich innerhalb der Branche etwas, nicht nur im Blick von außen. Ja, diese tendenziell versteckende, verschweigende Namenspolitik bei den Schauspielern, die verschärft sich eben noch bei den Synchron-Dialogbuchautoren und den Synchronregisseuren. Selbst berühmte Regisseure wie etwa Wolfgang Staudte, hier links, oder Edgar Reitz hier rechts, die beide für Stanley Kubricks Filme auf dessen ausdrücklichen Wunsch hin deutsche Fassungen erstellten, die blieben für ihre Arbeit damals ungenannt. Also Stanley Kubrick wollte unbedingt, dass Edgar Reitz seinen letzten Film 1999 Eyes Wide Shut auf Deutsch bearbeitet, und wir zeigen eben auch einen Kubrick-Klassiker im Mai, nämlich Shining, sowohl in der Originalfassung, in der europäischen Originalfassung The Shining, und die deutsche Synchronbearbeitung Shining von Wolfgang Staudte mit einem legendären Budget von 1 Million D-Mark damals erstellt. Und sehr aufwendig bearbeitet. Kubrick hat für diese deutsche Fassung extra Szenen gedreht, die eingeschnitten wurden, die Sie so nur in der deutschen Fassung sehen können. Das nur als Vorgeschmack schon mal für den Mai. Aber selbst bei der Synchronzusammenarbeit Wolfgang Staudte, das waren 3 Filme, die Staudte für Kubrick auf Deutsch bearbeitet hat, nämlich Uhrwerk Orange, dann der erwähnte Shining und Barry Lyndon. Selbst bei diesen Filmen tauchte der Name Wolfgang Staudte als populärer Regisseur natürlich des ersten deutschen Nachkriegsfilms Die Mörder sind unter uns 1946 tauchte nirgendwo auf. Es gibt aber eben auch historische positive Ausnahmen, zum Beispiel den schon erwähnten Fall Alles über Eva, wo dann von dem deutschen Verleih hier, der Fox of Germany, bewusst geworben wurde, deutscher Dialog Erich Kästner. Wir können also hier sozusagen von einer literarisch geadelten Synchronisation sprechen. Man hat sich hier einen Gastautor für das deutsche Dialogbuch eingekauft, eben Erich Kästner, der durch die Kinderbücher Emil und die Detektive, Pünktchen und Anton, das doppelte Lottchen oder das fliegende Klassenzimmer bekannt war und der dann eben das deutsche Dialogbuch für Alles über Eva mit seinem Namen auch verzierte. Und 1952 warb die Fox of Germany entsprechend damit. Das wurde auch von der zeitgenössischen Filmkritik sehr positiv aufgenommen. Ich habe Ihnen hier einen kurzen Ausschnitt mitgebracht aus Dr. Thomas Bräutigams Synchronlexikon. Alles über Eva ist Thomas Bräutigams Lieblingssynchronfassung. Er hat mal darüber gesagt im Interview, da stimmt einfach alles. Und ja, das ist von der zeitgenössischen Filmkritik auch entsprechend positiv aufgenommen worden, dieser Aufwand für das deutsche Synchrondialogbuch, dass man da den Autor Erich Kästner als Edelfeder eingekauft hat. Doch wie sehen eigentlich die Rahmenbedingungen für eine gewöhnliche, für eine durchschnittliche Synchronproduktion aus? Also welche Arbeitsschritte gibt es hier, welche Beteiligte kommen zum Zug für eine Synchronisation? Ich habe Ihnen dazu mal ein Schaubild mitgebracht, ein Schaubild zur Nachvertonung, und zwar von Fox zu der Serie The Walking Dead, die seit 2010 und noch immer ausgestrahlt wird. Und da sehen Sie 8 Schritte einer Synchronisation. Synchronisation Step by Step. Ich hoffe, man kann das einigermaßen lesen. Also das ist hier im Uhrzeigersinn gedacht. Und Sie sehen hier sehr schön eben die unterschiedlichen Arbeitsschritte. Erstmal wird das Material angeliefert in einer niedrig aufgelösten Form, oft auch in einer verfremdeten Form. Dann wird eine Rohübersetzung erstellt, davon ausgehend ein Dialogbuch. Und dieses Dialogbuch wird aufgeteilt in einzelne Takes. Die Takes, das sind also die Schauspielereinsätze, die dann schon aufgeteilt sind nach den Sprechern.
welcher Sprecher hat wann seinen Einsatz. Und auf Grundlage dieser Vorarbeiten, da ist noch nichts aufgenommen, wird dann Rücksprache gehalten, hier im Falle der Fernsehserie mit dem Sender, im Falle des Kinos eben mit dem Verleiher, der den Film herausbringt. Dann wird geplant, wird disponiert, wen braucht man wann. Da ist es gängige Praxis, dass man alle Takes eines Schauspielers hintereinander aufnimmt. Die Schauspieler werden nicht mehr zusammen im Studio aufgenommen. Das heißt, wenn Sie später eine Szene im Kino sehen oder auch im Fernsehen sehen, wo Sie verschiedene Schauspieler interagieren, hören, dann sind die vorher getrennt voneinander aufgenommen worden. Das ist aufgrund des Zeit- und Kostendrucks seit den 1990er Jahren gängige Praxis. Und dieses muss natürlich erstmal aufgenommen werden. Das heißt, wir haben hier als siebten und vorletzten Schritt die eigentliche Sprachaufnahme und die muss natürlich gemischt und nachbearbeitet werden. Was ganz spannend hier bei diesem Schaubild ist, ist nicht nur die einzelnen Arbeitsschritte, die stattfinden, sondern auch welche Zeit dafür jeweils vorgesehen ist. Also Sie sehen, das ist sehr eng getaktet und sehr knapp bemessen. Das ist jetzt hier eben anhand dieser Serienfolge, einer Serienfolge von The Walking Dead, mal aufgezeigt worden. Fürs Kino gibt es ein bisschen andere Werte, können wir auch noch drüber sprechen. Aber tatsächlich ist es so, dass eben in der Regel das unter sehr hohem Zeitdruck stattfindet und das genau bemessen ist, was in welcher Geschwindigkeit geschehen muss. Und Sie sehen eben auch daran, dass das Ziel ist sozusagen hier vom Sender vorgegeben, Ausstrahlung 24 Stunden nach US-Premiere. Das heißt natürlich nicht, dass die Serienfolge in 24 Stunden fertig synchronisiert ist, sondern das Material muss früher angeliefert werden, sodass man rechtzeitig am Start ist, dass es keinen großen Verzug gibt, dass man nur einen Tag nach der Ausstrahlung der Originalfolge dann mit der deutschen Folge am Start sein kann. Das heißt, unter sehr hohem Zeit- und Kostendruck wird gearbeitet. Ja, und welche Beteiligten gibt es da noch im Synchronstudio und unter welchen Bedingungen arbeiten die eigentlich? Also neben den Synchron-Dialogbuchautoren, wie eben auch im prominenten Fall Erich Kästner und den Synchronregisseuren, stellen die Schauspieler, die Cutter und Aufnahmeleiter die wichtigsten Beteiligten an einer Aufnahme im Synchronstudio dar. Gegebenenfalls werden sie unterstützt durch einen Supervisor, also der überwacht das Ganze von Seiten des Senders oder des Studios. Making-ofs zur Synchronisation bekannter Filme verkaufen diese Arbeit im Synchronatelier ja oft anhand nachgestellter Szenen als großen Spaß, anstatt wirklich ernsthaft über die harten Rahmenbedingungen zu informieren. Tatsächlich ist es so, dass für eine durchschnittliche Spielfilmsynchronisation im Kino ca. 50.000 Euro Budget zur Verfügung stehen und 5 Aufnahmetage im Studio. Dabei werden rund 250 bis 300 Takes pro Tag im Studio aufgenommen. Die Synchronateliers, die agieren in der Regel ohne Rücksprache mit den Filmregisseuren, werden aber von den Verleihern durch sogenannte Supervisor in ihrer Arbeit beaufsichtigt. Den Ateliers steht das zu bearbeitende Filmmaterial oft sehr kurzfristig und aus Angst vor Raubkopien zudem in zunehmend verfremdeter Form zur Verfügung, sodass zum Einhalten eines internationalen Starttermins im Kino Synchrondrehbücher dann im Akkord übersetzt werden müssen und die Schauspieler und Synchronregisseure während der Arbeit oft noch nicht einmal den vollständigen Film, den sie bearbeiten, sichten können. Das heißt, sie bekommen nur die einzelnen Szenen, die für sie relevant sind, gezeigt. Und oft auch nur den Text, wenn sie schon ins Atelier reingehen, also nicht zur Vorabansicht. 14-Stunden-Schichten sind keine Ausnahme. Das haben wir auch bei unserer Podiumsdiskussion im September nochmal festgestellt. Also es wird wirklich unter hohem Zeit- und Kostendruck gearbeitet. Die Stimmenbesetzung findet unter verschärftem Zeit- und Kostendruck und nach Verfügbarkeit der Sprecher statt, sodass durchaus im Monate im Voraus produzierten Trailer derselbe Originalschauspieler mit anderer deutscher Stimme zu hören sein kann als im fertigen Film. Vielleicht, weil gerade der Sprecher nicht verfügbar war, vielleicht, weil man aus Kostengründen jemand Billigeres besetzt hat. Synchronschauspieler erhalten als Grundhonorar ein sogenanntes Kommgeld, also wenn sie überhaupt ins Atelier kommen, dort erscheinen und werden darüber hinaus nach der Anzahl eingesprochener Takes bezahlt, was bedeutet, dass schwierigere Stellen im Dialog nicht zu einem Honorargewinn, sondern zu einem Zeitverlust für den Sprecher führen. Also es wird bezahlt, was am Ende genommen wird. Wenn ich einen Take 3-mal machen muss, 4-mal machen muss, wird der genommene Take bezahlt und nicht 3 oder 4 Takes. Diese Gagen, die bewegen sich zwischen 2,50 Euro und 3,50 Euro pro eingesprochenem Take.
Selbst ein gestandener Synchronschauspieler wie der 2014 verstorbene Dr. Nils Klausnitzer, die deutsche Stimme von Roger Moore, der konnte bei einem Honorarvergleich mit seinem Star nur lachen und hat in einem Interview einmal beteuert, er bekomme ungefähr ein Tausendstel. Die Sprecher werden gecastet und getrennt voneinander im Studio aufgenommen. Das heißt, sie können nicht mit den anderen Synchronschauspielern interagieren. Das nennt man Xen, also das ist sozusagen das Aufteilen der einzelnen Partien. Jeder Sprecher wird getrennt, hintereinander aufgenommen und nachher werden die Sachen zusammengemischt. Das heißt also, wie eben schon beschrieben, wenn Sie mehrere Figuren auf der Leinwand interagieren, sehen und diese auch hören, sind die vorher getrennt voneinander im Studio aufgenommen. Interessant ist, dass trotz dieser Rahmenbedingungen Interessensgewerkschaften erst vergleichsweise spät gegründet wurden. Also erst 2006 gründeten sich der in Berlin ansässige Bundesverband Deutscher Synchronproduzenten e.V., der BVDSP oder auch der Interessenverband Synchronschauspieler e.V., der IVS. Vor diesem Hintergrund darf man also die Anwerbeversuche der Branche selbst durchaus kritisch hinterfragen. Haben wir es wirklich mit einem Traumberuf zu tun unter diesen Rahmenbedingungen? Synchronschauspieler müssen oft auch in anderen Branchen unterwegs sein, um sich ein Auskommen zu sichern. Und sie sind oft vielfältiger aufgestellt als Schauspieler, als nur zu synchronisieren, auch wenn sich viele Spezialisierungen ergeben haben. Zum Beispiel als Station Voice für einen Radio- oder Fernsehsender, als Sprecher für Dokumentationen im Fernsehen oder auch als Werbesprecher. Und hier habe ich Ihnen natürlich nochmal was zum Sehen und Hören mitgebracht. Claudia Urbschat-Minges zum Beispiel, die vielen von Ihnen vielleicht nicht mit Namen oder Gesicht präsent sein dürfte, aber durch ihre Stimme, sie ist die deutsche Stimme von Angelina Jolie, die sehen wir jetzt kurz in einem Ausschnitt aus Maleficent aus dem Jahr 2014, einer Disney-Produktion. Also Claudia Urbschat-Minges für Angelina Jolie einmal hinhören. Das gibt es nicht nur bei den Frauen, sondern auch bei den Männern. Hier habe ich Ihnen ein Beispiel mitgebracht, der Schauspieler Tom Vogt, den viele von Ihnen sicherlich als deutsche Stimme für Clive Owen im Ohr haben werden. Zum Beispiel für Clive Owen aus dem Film Inside Man aus dem Jahr 2006. Auch dazu ein Ausschnitt. Hier können Sie auch schon mal darauf achten, mit wie viel Liebe zum Detail hier vorgegangen wurde bei der deutschen Fassung, um das Lippensynchron hinzubekommen. Denn wir haben es hier mit einer extremen Nahaufnahme auf das Gesicht von Clive Owen zu tun. Und wir hören dazu eben Tom Vogt. Ja, soweit ein Ausschnitt aus Inside Man, Tom Vogt für Clive Owen. Und jetzt ergeben sich aber auf einmal für das deutschsprachige Fernsehpublikum ganz interessante Verschränkungen, denn wir hören Tom Vogt auch aus der Werbung. Hier gibt es natürlich keinerlei Bezug zu Clive Owen oder anderen Schauspielern, die Tom Vogt im Deutschen auch spricht. Aber man macht sich das teilweise auch zunutze. Ich habe Ihnen auch dafür ein Beispiel mitgebracht, wo es einen engeren Bezug gibt zur Filmrolle, wo also schon dieses Potenzial ausgeschöpft wird. Und zwar ist das der Fall von Dr. Med Nils Klausnitzer. Ich sage das so mit dem ganzen Titel, weil Nils Klausnitzer war nicht nur Synchronschauspieler, hat auch lange Jahre als Radiosprecher für den Bayerischen Rundfunk gearbeitet, sondern er hat auch als Psychotherapeut gearbeitet. Und Ihnen ist vielleicht Dr. Med Nils Klausnitzer stimmlich im Ohr für Roger Moore als James Bond 007, unter anderem aus dem James Bond Film Octopussy aus dem Jahr 1983. Auch daraus einen kurzen Ausschnitt, um nochmal in James Bond hineinzuhören und Nils Klausnitzer für Roger Moore uns ins Gedächtnis zu rufen. Ja, das muss für den Moment reichen. Jetzt hat man eine Werbung gemacht, die genau auf dieses Bond-Image der Stimme von Nils Klausnitzer abhebt. Ja, den prekären Tatsachen des Berufs Synchronschauspieler steht auf der anderen Seite oft ein Star-Image einer Glamour-Branche gegenüber, das tatsächlich aber nur selten eingelöst wird und seine Ursprünge wohl eher in der Besetzungs- und Marketingpolitik der Verleiher hat. So ist es insbesondere bei großen Animationsfilmproduktionen üblich geworden, neben schlecht bezahlten und bewusst nicht vermarkteten, also nicht genannten Synchronschauspielern, prominente Gaststars zu besetzen, die, auch wenn sie über keinerlei Synchronerfahrung verfügen, mitunter das 30-fache der normalen Gage erhalten und mit ihrem Namen dann publikumsträchtig für den Film werben. Auch dafür habe ich Ihnen Bilder mitgebracht.
Also da könnte man anführen Harpe Kerkeling für Olaf den Schneemann aus Die Eiskönigin, völlig unverfroren aus dem Jahr 2012. Elias M. Barek für Paddington Bär aus dem Jahr 2014 oder Matthias Schweighöfer, Kaya Jana Cindy aus Marzahn, Dieter Hallervorden und Eileen Thesel für Robinson Crusoe aus dem Jahr 2016. Und das ganz gezielt mit diesen eingekauften Gaststars beworben, die Filme beworben werden, das ist auch aus einer Pressemitteilung abzuleiten der 20th Century Fox. Ich zitiere hier aus einer Pressemitteilung aus dem Jahr 2014 für die Besetzung von Conchita Wurst für die Eule Eva in Die Pinguine aus Madagaskar. Da schreibt die Fox: Nach ihrem grandiosen Sieg beim Eurovision Song Contest 2014 stellt sich Conchita Wurst einer vollkommen neuen Herausforderung. Erstmals wird sie in einem Kinofilm mitwirken und mit russischem Akzent der Schneeeule Eva in DreamWorks Animationshit Die Pinguine aus Madagaskar ihre Stimme leihen. Beide verbindet nicht nur das verführerische Aussehen, sie haben auch ganz besondere Fähigkeiten. Während Conchita mit ihrer Stimme, ihrem Charme und Engagement alle Welt für sich einnimmt, ist Eva die brillante Analystin in der Spionageorganisation Nordwind, die den vier beliebten Pinguinen und Undercover-Agenten Kowalski, Skipper Rico und Private bei ihrer geheimen Mission helfend zur Seite stehen. Conchita und Eva werden ab Donnerstag, den 27. November 2014, frischen Nordwind in die deutschen Kinos bringen und die Zuschauer mit ihrem entzückenden Augenaufschlag bezaubern. Also soweit ein Ausschnitt aus dieser Pressemitteilung der Fox. Das heißt, wir haben es also hier mit teuer eingekauften Gaststars zu tun, mit denen man dann werben kann, während andererseits eben eine große Schar bewusst nicht bekannt gemachter Synchrondialogbuchautoren, Synchronregisseure und eben auch Synchronschauspieler ihren Dienst tun, ohne dass das Publikum davon Kenntnis nehme. Über Jahrzehnte hinweg haben sich aber auch bestimmte Paarungen herausgebildet, dass also bestimmte deutsche Schauspieler immer wieder für einen bestimmten Schauspieler aus der Originalfassung besetzt wurden, sodass man von sogenannten Stammsprechern spricht. Und die haben natürlich auch ganz wesentlich zu der Synchronillusion beigetragen. Das heißt, man hat durch diese stetige Wiederbesetzung eben auch eine Charakterisierung ihres Stars und des deutschen Star-Images mit für das deutsche Publikum vorangetrieben. Wie weit dabei diese stets aufrechterhaltene Synchronillusion einer deutschen Stimme von gediehen ist, lässt sich daran ablesen, dass in Radio und Fernsehen in Einspielclips aus Filmen trotz der Bezugnahme auf internationale Stars grundsätzlich nie auf den Stimmentausch hingewiesen wird, wobei freilich ausnahmslos die Synchronfassungen erklingen. Mittlerweile werden selbst Bloopers, also verpatzte Szenen im Abspann, Making-ofs oder gar Fernsehauftritte ausländischer Stars mit ihren jeweiligen deutschen Synchronstimmen nachvertont. Das heißt, diese perfekte Illusion, sprachliche Illusion, wird auch außerhalb des eigentlichen Hauptfilms aufrechterhalten. Ja, und wie eng eine solche Stammstimmenbesetzung gedeihen kann, auch hinsichtlich der Identifikation eines Schauspielers mit seiner Vorlage, das habe ich Ihnen hier mitgebracht anhand eines Beispiels, nämlich des Synchronschauspielers Arnold Marquis, den sehen Sie hier rechts, der lebte von 1921 bis 1990, und links sehen Sie John Wayne, mit dem er eben sprachlich über mehrere Jahrzehnte verbunden war und, was im Synchrongeschäft eine absolute Seltenheit darstellte, sogar persönlichen Kontakt unterhielt und einen Exklusivvertrag als deutsche Stimme abschloss. Freilich wurde John Wayne nicht in sämtlichen deutschen Fassungen seiner Filme immer von Arnold Marquis gesprochen. Also es gibt auch andere Sprecher noch vor diesem Exklusivvertrag und auch Neusynchronisationen, aber es gibt eben oft diese Paarung Arnold Marquis für John Wayne. Und diese Paarung ging so weit, dass die Besetzung für Wayne aber nicht nur beim Schauspiel, sondern auch beim deutschen Publikum so ins kulturelle Gedächtnis eingegangen ist, dass man anlässlich des Todes des Westernhelden 1979 eine eigene Schallplattensingle unter dem Titel John Wayne, der Held, herausbrachte, in der Marquis seinem Vorbild noch einmal huldigte und sich als, so wörtlich auf dem Cover, die deutsche Stimme von John Wayne verabschiedete. Und da hören wir jetzt natürlich mal rein. Ich habe diese Singleplatte für uns heute digitalisiert, einen kurzen Ausschnitt. Ja, soweit ein Ausschnitt aus dieser Single 1979, John Wayne, der Held von Arnold Marquis. Wenn eine etablierte
also dem Publikum vertraute Stammstimmenbesetzung aufgebrochen wird, dann kann dies andersherum auch für große Irritationen sorgen. So plärrt uns etwa, wie Thomas Bräutigam das nennt, in einer peinlichen Fehlbesetzung, die in Alfred Hitchcocks deutscher Fassung Der unsichtbare Dritte, also der deutschen Fassung von North by Northwest 1959, aus Cary Grants Mund auf einmal Erik Ode entgegen. Das war der damalige Leiter der MGM-Synchron in Deutschland. Während der eigentliche Cary Grant-Stammsprecher Kurt Ackermann in einer Nebenrolle für Leo G. Carroll zu hören ist. Schließen Sie doch jetzt einfach mal beim folgenden Clip später im weiteren Verlauf, so nach einer Minute, die Augen und lassen Sie das mal auf sich wirken. Machen Sie mal das Experiment. Sie werden sicherlich Schwierigkeiten haben, die Redeanteile zuzuordnen. Wann spricht Grant und wann spricht Carroll? Denn genau diese Verwirrung tritt hier eben ein, wenn Sie schon mal Cary Grant-Filme mit Kurt Ackermann auf Deutsch gesehen haben. Eben ein Fall, in dem diese Stammbesetzung aufgebrochen wurde. Der unsichtbare Dritte von Hitchcock. Ja, soweit ein Ausschnitt aus Der unsichtbare Dritte mit dieser Synchronverwirrung, die so nur im Deutschen stattfinden kann. Also daran, dass Kurt Ackermann nicht verfügbar war als Sprecher, kann es nicht gelegen haben, dass jetzt hier eben Erik Ode in dieser Umbesetzung, dem Aufbrechen als Stammstimme, zu hören ist. Dass eine Synchronrolle ihrem Schauspieler beinahe ein halbes Jahrhundert lang anhängen kann, zeigt das Beispiel des Berliners Peter Schiff. 1923 geboren und 2014 gestorben. Peter Schiff spricht den Bordcomputer HAL 9000 in Stanley Kubricks Science-Fiction-Klassiker 2001 Odyssee im Weltraum aus dem Jahr 1968. Und diesen Einsatz gar nicht für einen Menschen, sondern für eine Maschine 1968, die hing Peter Schiff bis zu seinem Tod 2014 an. Sie sorgte dafür, dass der Schauspieler immer wieder gebeten wurde, in der Interpretation anderer Rollen wie der Computer damals zu sprechen. Und er wurde auch immer wieder ähnlich besetzt, also zum Beispiel als Mörder im ARD-Tatort, dem man zunächst einen sanften Charakter attestierte, zunächst keine Brutalität bei ihm vermutete, ganz ähnlich wie bei Hell in 2001. Er sprach dann auch nochmal in der Fortsetzung des Films 2010, in Peter Hyams Film aus dem Jahr 1984, aber auch schon 1973 in der Parodie auf Hell, in Der Schläfer von Woody Allen, aber auch im Hörspiel in Game Over zum Beispiel 1997 noch, einer Hörspielbearbeitung eines Romans von Philip Kerr. Auch hier intoniert Schiff rund 30 Jahre nach 2001 noch immer in der Nachfolge Hell. Ja, und ich hatte das große Glück, dass ich ein sehr bewegendes, rührendes, persönliches letztes Interview mit Peter Schiff wenige Monate vor seinem Tod 2013 führen konnte in Berlin in seinem Anwesen. Und ich habe ihn natürlich gefragt, wie war das denn, immer auf diese Rolle reduziert zu werden, immer wieder angesprochen zu werden als Hell in Kubricks Film. Und er hat Folgendes dazu geantwortet. Ich habe einen Ausschnitt aus dem Audiomitschnitt mitgebracht. Ich habe ja auch gar nicht so viel große Synchronrollen gesprochen, aber was mir anhängt, das ist der Computer in Weltraum-Odyssee. Und das ist nun eine Sache, da war auch Probesprechen, was ich dann gemacht habe in der Mosaik, ja. Und ich bekam die Rolle und dann hat Otto Carunze hat es dann gemacht. Das haben wir in einem halben Tag gemacht. Ohne Kollegen, ich wurde alleine, war allein im Studio. Und die hängt mir so an, also Jahrzehnte wurde ich gesagt, ja, wir möchten es bitte so, ja, eben wie Odyssee, wie den Computer. Naja, das geht nicht, denn man kann keinen Menschen sprechen im Hinblick auf, wie hast du denn damals den Computer gemacht? Der ging so, also ohne große Beteiligung, innerliche Beteiligung. Aber der hing mir dann ewig an. Dass das so ein Erfolg für mich war, das war wirklich mein größter Synchronerfolg, den ich hatte, der nachhaltigste. Ja, soweit Peter Schiff. Also eben bis zu seinem Tod ist er immer wieder reduziert worden, auch auf diese Rolle. Und selbst in der Todesanzeige der ersten Zeile des Nachrufs auf Peter Schiff kam dann Kubricks 2001 noch einmal zur Sprache. Er war quasi der ewige Computer.
Peter Schiff hat es bereits erwähnt in diesem Ausschnitt. Synchronschauspieler werden nicht einfach besetzt, sondern sie werden für ihre Rollen gecastet. An diesem Verfahren hat sich über die Synchrongeschichte hinweg grundsätzlich wenig geändert, auch wenn der Aufwand des Castings mit Vorsprechen, Stimmproben, weiteren Auswahlrunden variiert, je nachdem, welches Studio, welcher Regisseur oder Produzent und auch je nachdem, welches eingeplantes Zeit- und Budget-Konzept der Produktion dahinter steht. Ich habe das große Glück gehabt, die Grande Dame der Filmsynchronisation, die 1927 geborene Margot Leonard, auch einmal zu dieser Casting-Praxis zu befragen. Margot Leonard ist selber Filmschauspielerin gewesen, also hat früh bereits im Film gearbeitet. Also vor der Kamera war sie etwa in Falk Harnacks Der 20. Juli im Kino zu sehen, im Fernsehen in Die letzten Ferien, in Magere Zeiten oder auch zuletzt in der Vorabendserie Moselbrück Ende der 80er, Beginn der 1990er Jahre. Und Margot Leonard blickt auf zahlreiche Fernseh-, Film- und Hörspiel- und Synchronarbeiten zurück. Sie hat alleine über 5 Jahrzehnte von den 1950er Jahren bis in die 1990er Jahre synchronisiert und dabei ganz verschiedenen Persönlichkeiten ihre Stimme geliehen. Als Synchronschauspielerin hat sie etwa Dorothy Gale in Der Zauberer von Oz ihre Stimme geliehen. Das war ihre zweite Synchronrolle überhaupt, 1951. Aber auch verschiedene Hitchcock-Frauen, immer wieder Margot Leonard in den deutschen Fassungen zu hören, für Janet Leigh in Psycho, für Tippi Hedren in Marnie oder auch für Torn Curtain oder Der zerrissene Vorhang für Julie Andrews. Diese Rollen gehen bis hin zu Jane Powell in Eine Braut für 7 Brüder, für Stanley Donen, Catherine Hepburn in Leoparden küsst man nicht, den werden wir Ihnen dann im Juni in der Reihe präsentieren, eine späte Erstsynchronisation, fast 30 Jahre nach dem Original. Und immer wieder verbunden war sie auch mit Marilyn Monroe. Margot Leonard ist die deutsche Stimme von Marilyn Monroe. Ja, und diese enge Verbindung MM und ML, die ist erstmals eingegangen oder die hat sie erstmals eingegangen, ist sie erstmals eingegangen, Entschuldigung, zum Roy Baker-Film Versuchung auf 809. Der Originaltitel ist Don't Bother to Knock. Und wie das damals ablief, das hat sie mir einmal in einem Telefoninterview erzählt, 2012, da ist sie gerade 85 geworden, sie lebt immer noch, allerdings zurückgezogen am Lago Maggiore und hat sich schon in den 1990er Jahren aus dem Synchrongeschäft verabschiedet. Ich hatte also das Glück, sie zumindest am Telefon dazu befragen zu können. Die Stimmaufzeichnung ist daher nicht optimal von der Audioqualität, aber ich denke, man hört das Wesentliche. Sie können natürlich auch wieder die Augen schließen, um besser zuzuhören. Insofern ein kurzer Ausschnitt aus diesem Gespräch mit Margot Leonard. Wie war es, als Marilyn Monroe gecastet zu werden? Die Stimme von der Monroe. Ja. Das wusste ich erst auch gar nicht. Da war ich zufällig gewählt worden, als ich eben jung war, noch Unterricht hatte. Aber zum Beispiel bei der Monroe, das will ich Ihnen nur noch schnell kurz erzählen, da hatte ich, glaube, das war für meine Begriffe einer ihrer tollsten und ihrer ersten Film, Versuchung auf 809. Mhm. Das weiß ich noch, da hatte ich eine Somnambule, etwas schizophrene Frau, da will ich ein junges Mädchen gespielt. Und dann plötzlich wurde Berlin, ganz Berlin zusammengetrommelt, weil sie jung war. In Langfrist, zum Probesprechen für die Monroe. Mhm. Und ich wusste, ich habe Monroe so gehört. Und dann sehe ich, ach, die habe ich sogar schon mal synchronisiert. Also jedenfalls wurden da Aufnahmen von ganz Berlin gemacht. Das war also fürchterlich. Und das wurde, und das wollte ich nur sagen, was die früher noch angestellt haben, das wurde dann nach Hollywood geschickt. Da wurde das ausgesiebt und da kamen ausgesiebte Stimmen, sagen wir mal so 25 vielleicht zurück. Denn das waren irrsinnig viele. Mhm. Und die wurden wieder, da wurde wieder Probe gesprochen, andere Takes von der Monroe, weil die wollten, die hatten die also wovor oder waren schon dabei, sie als Star aufzubauen. Mhm. Und das wurde rübergeschickt und da wurde wieder ausgesiebt, also es wurde das Ganze wohl 3 oder 4 Mal gemacht und da habe ich es gemacht. Mhm. Also ich hatte gar keinen Einfluss drauf. Ich habe die in Hollywood entschieden.
Fuji. Mhm. Auch nicht in Deutschland. Aber das habe ich dann, das habe ich immer synchronisiert. Aber die haben, später ist nochmal irgendwas mal neu synchronisiert worden. Ich weiß nicht, wer das gemacht hat. Da hat mich dann jemand angerufen, also das haben wir aber sofort gemerkt. Ja, also dass diese Synchronarbeiten auch nicht ewig überdauern, das ist ein Schicksal, was auch Margot Leonard hier eingeholt hat. Ich zeige Ihnen später auch noch einen kurzen Ausschnitt aus der TV-Neusynchronisation von Versuchung auf 809. Ja, nicht nur bei den Frauenstimmen gibt es so feste Paarungen, natürlich auch bei den Männern und in anderen Generationen gibt es diese Besetzungsverteilung. Das hängt natürlich damit zusammen, Synchronschauspieler arbeiten oft sehr spezialisiert und es gibt einen begrenzten Pool an Synchronschauspielern, aus dem immer wieder rekrutiert wird. Ich habe Ihnen hier einen Fall mitgebracht des Schauspielers Arne Elsholz, der 1944 geboren ist, 2016 verstarb. Und Arne Elsholz war für 3 Jahrzehnte lang die deutsche Stimme von Tom Hanks, aber auch zeitgleich für Kevin Kline und für Bill Murray. Das heißt, nur das deutsche Publikum hört eben immer dieselbe Stimme, hat diese Verquickung auf einmal, eine stimmliche Assoziation. Wenn wir Kevin Kline sehen, hören wir auch Bill Murray und hören wir auch Tom Hanks mit. Und um Ihnen das zu verdeutlichen, habe ich Ihnen 3 kurze Ausschnitte mitgebracht. Einmal aus Forrest Gump aus dem Jahr 1994, dann aus The Lovely von 2004 und aus Moonrise Kingdom 2011 von Wes Anderson für Bill Murray. Und wir hören immer Arne Elsholz. Durch diesen überschaubaren Pool an Synchronexperten, spezialisierten Schauspielern insbesondere, die immer wieder in den verschiedensten Rollen und für verschiedenste Schauspieler besetzt werden, kann es also durch diese Stammsprecherpolitik auch zu kuriosen Besetzungen kommen. So eine habe ich Ihnen mitgebracht, nämlich in der deutschen Fassung von James Bond 007 im Angesicht des Todes, also John Glenns Film View to a Kill aus dem Jahr 1985. Denn hier kommt es auf einmal in der deutschen Fassung zu einem Zwiegespräch vertrauter Bond-Stimmen. Wir hören nämlich nicht nur Nils Klausnitzer für Roger Moore, sondern auch noch Gerd Günther Hoffmann für Patrick McNee, weil auch das die Stammstimmenbesetzung ist. Das heißt, in der deutschen Fassung hören wir auf einmal Gerd Günther Hoffmann, den wir auch von den John Connery James Bond-Filmen kennen, und quasi ein Gespräch zwischen zwei Bond-Stimmen, obwohl das im Original so gar nicht angelegt ist. Also hier nochmal die Paarung im Bild. Gerd Günther Hoffmann für Sean Connery, aber hier jetzt für Patrick McNee und eben Nils Klausnitzer für Sir Roger Moore im Angesicht des Todes. Ja, soweit ein Ausschnitt aus Im Angesicht des Todes. Auch den umgekehrten Fall gibt es freilich, dass also ein einziger Originalschauspieler im Deutschen mehrere verschiedene Stimmen erhält und dies kann sogar innerhalb nur eines einzigen Filmes stattfinden. Das Aufbrechen der Einheit zwischen Originalschauspieler und dessen eigener Stimme kann so weit führen, dass ein Schauspieler, der in einem Film eine Doppel- oder Mehrfachrolle hat, im Deutschen von mehreren Sprechern verkörpert wird. So als sei dem Synchronschauspieler die gleiche Stimmleistung mehrerer Rollen scheinbar nicht zuzumuten. Ein berühmtes Beispiel ist nochmal ein Stanley Kubrick-Film, nämlich Dr. Seltsam. Dr. Seltsam aus dem Jahr 1964, der im Deutschen auch schon einen verkürzten Titel hat, nämlich das Stop Worrying ist hier weggefallen, Dr. Seltsam oder Wie ich lernte, die Bombe zu lieben. Und ich freue mich, dass der Filmclub die Treppe 41 den Film neulich hier nochmal gezeigt hat. Ich blicke in Richtung Eva Salomon. So kommt es, dass hier, also in diesem Fall, Peter Sellers in der deutschen Fassung von Stanley Kubricks Dr. Seltsam oder Wie ich lernte, die Bombe zu lieben, in seinen 3 Rollen als amerikanischer Präsident Merkin Muffley, als britischer Captain Lionel Mandrake und nicht zuletzt natürlich als Titelfigur Dr. Seltsam durch jeweils einen anderen deutschen Sprecher, nämlich Harry Mein respektive Friedrich Schönfelder bzw. Sigmar Schneider verkörpert wird, wohingegen Sellers im Original ja sämtliche Partien mit seiner eigenen Stimme spielt. Ich zeige Ihnen also hier jetzt nun die 3 verschiedenen deutschen Stimmen Peter Sellers in Dr. Seltsam. Also die Stimmenaufsplittung par excellence hier Dr. Seltsam. 3 verschiedene deutsche Schauspieler für Peter Sellers im Original. Auch wo neu vertont wird, lässt sich übrigens hören. Mitunter schreibt sich der Lokalkolorit in die jeweiligen Synchronfassungen ein. Es gibt 3
historisch ausgeprägte Synchronstädte, sozusagen drei historisch gewachsene Zentren der Filmsynchronisation in der Bundesrepublik. Das sind München, Berlin und Hamburg. Da sind auch heute immer noch Synchronateliers aktiv. Natürlich gibt es auch in anderen Städten Synchronfirmen, aber das sind sozusagen die Ballungszentren, die historisch gewachsen sind für die Bundesrepublik. Und man hört eben auch den Lokalkolorit, wo Filme aufgenommen wurden, nicht nur mit welchen Sprechern. Also es gab bestimmte Phasen, zum Beispiel als Doris Day-Filme für die deutschen Kinos bearbeitet wurden, gab es eine Doris Day-Stammsprecherin in Berlin und eine andere Stammsprecherin in München. Und je nachdem, wo der Film dann synchronisiert wurde, wurde eben dann die entsprechende Schauspielerin rekrutiert. Sondern man hört es auch an den Ausdrücken, die verwendet werden. Also insbesondere dürfen sie natürlich misstrauisch werden oder genau hinhören, die Ohren spitzen, wenn es zum Beispiel um Tages- und Uhrzeitangaben geht, wie Sonnabend oder 23:45. Und es gibt natürlich auch ganz schöne lokale Ausdrücke, die sich in Synchronfassungen einschreiben. Ein Beispiel ist Edgar Ott, den viele von Ihnen vielleicht noch als Benjamin Blümchens Hörspielstimme im Ohr haben und der auch Balu den Bären in Walt Disneys Das Dschungelbuch von Wolfgang Reitherman aus dem Jahr 1967 spielt. Und der findet hier in der deutschen Fassung Mowgli folgendermaßen. Du bist Knorke, du bist richtig Kind. Also Mowgli ist Knorke und das ist natürlich berlinerisch für prima. Also hören wir hier auch, dass Edgar Ott eben nicht nur aus Berlin stammt, sondern diese Fassung in Berlin aufgenommen wurde. Ja, das anspruchsvolle Nachspielen der Synchronschauspieler, das erstreckt sich nicht nur auf die Dialoge, sondern das erstreckt sich auf jegliche Stimmäußerung, sodass also die Originalschauspielerstimme jetzt mit der deutschen Schauspielerstimme überlagert oder ersetzt wird. Ich habe Ihnen dazu ein nicht ganz ernst gemeintes Beispiel zugegebenermaßen mitgebracht, wo es schon im Original um eine Schauspielsituation oder eine Spielhandlung geht, nämlich When Harry Met Sally oder auf Deutsch eben Harry und Sally, der Rob Reiner Film. Und hier ist es ja so, dass es eine Begegnung gibt zwischen Harry und Sally im Restaurant und Sally simuliert einen Orgasmus, Harry zu bedeuten, dass Frauen das eben machen können und Männer das darauf reinfallen, das gar nicht als solchen gespielten Orgasmus durchschauen. Das ist eine Vorlage natürlich, die Meg Ryan hier im Original liefert. Und diesen gespielten Orgasmus, der musste nun in jeder Synchronfassung auch nachgespielt werden, um ihn also einmal an einem sehr pikanten und wie gesagt nicht ganz ernst gemeinten Beispiel zu demonstrieren, welche Herausforderungen Synchronschauspielerinnen auch durchlaufen müssen, habe ich Ihnen hier im schnellen Überblick die englische, deutsche, französische, italienische und spanische Fassung von Harry und Sally mitgebracht. Wir hören da mal kurz rein, erst im Original Meg Ryan. Wie bei allen Filmen empfiehlt es sich natürlich, die nicht nur ausschnittweise zu gucken, wie ich das Ihnen hier präsentiere, sondern sie nochmal in der Gänze auch zu würdigen und sie nochmal komplett anzusehen. Aber das würde hier unseren Rahmen sprengen. Dass eine Synchronfassung einen völlig anderen Audiocode enthalten kann als das Original, das möchte ich Ihnen nochmal an dem Beispiel Versuchung auf 809, also dem Roy Ward Baker Film aus dem Jahr 1953 demonstrieren. Was macht man, wenn im Original der Film lange zurückliegt und jetzt viele Jahrzehnte später eine deutsche Fassung erstellt werden soll, wenn aber technisch keine Voraussetzungen dafür vorliegen, dass man einfach nur den Dialog reinmischen kann? Technisch ist es so, dass in der Regel ein sogenanntes IT-Band, ein International Tape, angeliefert wird. Das heißt, die Verleiher bekommen als Rohmaterial eine Geräuschspur, mit Geräuschen, mit Musik, mit Effekten, mit Atmo, aber ohne die Dialoge. Da ist alles drin, nur nicht das Gesprochene. Und da kann man eben das Gesprochene dann entsprechend einmischen. Eine alternative Bezeichnung für dieses IT-Band ist Music and Effects Track. Und bei Versuchung auf 809 war es jetzt so, dass man eben eine neue Fernsehsynchronisation gemacht hat, Anfang der 2000er Jahre für diesen Film aus dem Jahr 1953. Und man hatte das IT-Band oder diesen Music- und Effects-Track nicht mehr. Das heißt, man musste die Tonspur komplett neu schöpfen, komplett neu bauen, aus dem Nichts heraus sozusagen. Das heißt, man hat Effekte, Geräuscheffekte nachgespielt oder aus einer Sound-Datenbank entnommen. Man hat
präexistente Filmmusiken genommen, hat die ausgetauscht und hat auch eben die Dialoge natürlich neu aufgenommen. Das kann problematisch klingen und ich würde Ihnen empfehlen, jetzt einfach mal auf die Atmosphäre zu achten. Also wie verändert sich der Audiocode sozusagen klanglich hier? Was hören Sie denn? Hören Sie die Schritte hallen von den Schauspielern im Studio? Wie verändert sich der Klang, wenn Marilyn Monroe gleich in den Fahrstuhl geht? Welche Musik ist im Hintergrund zu hören? Das klingt im Original ganz anders als in der deutschen TV-Synchro. Zuerst die Originalfassung, ein kurzer Ausschnitt aus Don't Bother to Knock. Also Sie haben vielleicht festgestellt schon, dass es einen bestimmten Nachhall gibt aufgrund der Studioaufnahmesituation, dass sich diese Klangcharakteristik, diese Atmosphäre ändert, wenn die beiden Schauspieler in den Fahrstuhl gehen. Das wird auf einmal viel weniger hallig, viel weniger Echo. Und jetzt hören wir uns im Vergleich direkt hintereinander die deutsche TV-Neusynchro an, wo man eben diese Tonspur komplett neu gebaut hat, ohne auf das IT-Band zurückgreifen zu können. Also Sie haben vielleicht festgestellt, ein ganz anderer Audio-Code. Wir haben eben hier eine komplett neu gebaute Tonspur. Das ist weniger hallig, das ist cleaner. Wir haben sehr prägnante Geräuscheffekte und eben diese akustische Atmosphäre wechselt auch weniger stark zwischen dem der Eingangsszene und dem Fahrstuhl. Und was Ihnen vielleicht auch aufgefallen ist an dem Beispiel und was vielleicht auch sehr bezeichnend ist, ist, dass man im Hintergrund eine andere Musik hört. Denn in der deutschen TV-Synchro hören wir da auf einmal so einen Teil von Max Steiners Filmmusik zu Vom Winde verweht, Gone with the Wind. Und das ist insbesondere problematisch, wenn eben diese Tonspur komplett neu gebaut wird. Dann wird oft die Musik vollständig ausgetauscht. Das ist ein Beispiel, mit dem wir uns eben nächsten Samstag auch noch auseinandersetzen bei Citizen Kane. Das ist ein Aspekt in der Synchronbearbeitung von Citizen Kane. Da hat man die komplette Filmmusik von Bernard Herrmann ausgetauscht. Welche unterschiedlichen Effekte das haben kann, schauen wir uns dann dort en Detail an. Ich habe Ihnen mal ein positives Beispiel mitgebracht, nämlich Singing in the Rain von 1952. Wo auch die Filmmusik neu eingespielt wurde für die deutsche Fassung, neu eingesungen, muss man vielmehr sagen. Der deutsche Titel, der Erstverleihtitel war Du sollst mein Glücksstern sein. Also man hat einen anderen Song ausgewählt aus dem Original, You are my lucky star, statt Singing in the Rain für die deutsche Fassung. Und die Schauspieler, Synchronschauspieler, singen hier auch die Lieder auf Deutsch. Also erst einen kurzen Auszug aus dem Vorspann im Original und dann auf Deutsch. Also heute sind wir ganz verdreht statt I'm Singing in the Rain. Das ist das Positivbeispiel. Das heißt, es wird also die instrumentale Musik beibehalten aus dem Original und jetzt nur in Anführungszeichen der Text synchronisiert und neu eingesungen. Es gibt aber auch Negativbeispiele, zum Beispiel Stagecoach, also Höllenfahrt nach Santa Fe von John Ford. Aus dem Jahr 1939 und da gibt es eine Neusynchronisation aus dem Jahr 1963, auch wieder ohne International Tape oder Music and Effects Track entstanden. Das heißt, auch hier musste man alles komplett neu schöpfen und hier wurde die komplette Filmmusik einfach ausgetauscht. Und wie unterschiedlich der Einstieg in diesen Film in den zwei Fassungen wirken kann, das schauen wir uns jetzt an. Ja, soweit der Fall Stagecoach. Ja, wie konnte es überhaupt so weit kommen, dass sich in Deutschland so eine Synchronbranche so spezialisiert ausgebildet hat, dass Deutschland zum Synchronland wurde, neben Frankreich, Italien und Spanien und hier eben die grundsätzliche Nachvertonung aller ausländischen Filme zu wenig beachteten, gelegentlich geschmähten und zumeist unhinterfragt konsumierten Kunstformen perfektioniert wurde. Markus Metz und Georg Seslen lassen in ihrem Feature Das Kino spricht Deutsch, Glanz und Elend der Synchronisation, einer Produktion von Deutschlandradio Kultur aus dem Jahr 2009, unseren Sammelbandautor Josef Garnkartz zu Wort kommen, der die politischen und gesellschaftlichen Aspekte von Originalsynchronisation und Untertitel sondiert. Und Garnkartz konstatiert hier, Zitat, es ist so, dass in Deutschland der Nationalsozialismus einen direkten Einfluss hatte auf die Etablierung der Synchronisation. Es gibt eine Studie in einem amerikanischen Fachjournal aus dem Jahr 1950 und diese Studie listet 60 Länder aus der ganzen Welt auf, darunter 16 europäische Staaten. Und von diesen 60 Ländern gibt es nur 3 Länder, die ausschließlich Synchronfassungen akzeptieren. Das sind Italien, Spanien und Deutschland. Alle anderen Länder der Welt, die in dieser Studie aufgelistet werden, synchronisieren standardmäßig nicht.
Man kann sich jetzt berechtigterweise fragen, was haben diese drei Länder in den 30er Jahren gemeinsam? Und man sieht schnell, dass es die drei Länder des europäischen Faschismus sind. Das bedeutet natürlich keineswegs, dass Synchronisation in irgendeiner Weise faschistisch ist. Es bedeutet nur, dass Länder, die einen besonderen Wert auf ihre kulturelle Spezifik legen, die die eigene Sprache und die eigene Kultur höher schätzen als die Sprachen und Kulturen der Nachbarländer, dass diese Länder einen besonderen Wert darauf legen, dass alles Ausländische quasi in die eigene Sprache übersetzt wird. Soweit Josef Garnkatz in dem Feature von Metz und Seeslen. Das Problem der Sprachsynchronisation stellte sich logischerweise erst mit der Einführung des Tonfilms. Mitte bis Ende der 1920er Jahre erscheint ja der Tonfilm reif für die Markteinführung und Warner Bros., das Studio, bringt 1926 mit Don Juan, hier links im Plakat zu sehen, mit John Barrymore in der Titelrolle, bereits einen vorproduzierten Soundtrack mit hörbaren Geräuscheffekten ins Kino. 1927, ein Jahr später, folgt dann The Jazz Singer, in dem erstmals auch geredet wird. Und bereits bis Ende 1930 sind alle deutschen Kinos auf Tonfilm umgerüstet. Das muss man sich heute nochmal retrospektiv vor Augen führen. Das ging viel schneller als zum Beispiel die Kinodigitalisierung im letzten Jahrzehnt. Diese Umrüstung auf den Tonfilm, die geht also relativ schnell, aber eine Zeit lang versucht man erstmal die technisch zunächst sehr unbefriedigende Synchronisation durch das Drehen von mehrsprachigen Polyglottenfilmen oder Versionsfilmen in mehreren Sprachfassungen zu umgehen. Das ist ein sehr aufwendiges und kostspieliges Verfahren, das sich zudem beim Publikum nicht durchsetzt und Mitte der 1930er Jahre bereits wieder abklingt. Also es gibt Filme, die in einer Fassung in mehreren Ländern vertrieben werden, sogenannte Polyglotte-Filme, die gleichrangig mit mehreren Sprachen operieren. Ein Beispiel wäre hier von Julien Duvivier, Allo Berlin, ici Paris oder Hallo, hallo, hier spricht Berlin. Das sind die beiden Titel einen und desselben Films, nämlich der deutsche und der französische Verleihtitel. Und in diesem Film wird sowohl Deutsch als auch Französisch gesprochen und der Film wurde für beide Märkte konzipiert. Dann gibt es aber eben auch die Versionsfilme und so wird mit demselben Stab am selben Set, mitunter mit denselben Schauspielern, aber auch mit Schauspieleraustausch, ein Film in mehreren Versionen für unterschiedliche Zielmärkte erstellt. Das gibt es in den 30er Jahren. Ein Beispiel wäre Die drei von der Tankstelle. Da gibt es auch eine französische Version, Le Chemin du Paradis. Oder auch der Film Der Kongress tanzt, also Eric Charelle. Da gibt es auch eine französische Fassung, eine französische Version, Le Congrès s'amuse und Congress dances, die englische Fassung. Und immer spielt Lillian Harvey, die polyglotte Schauspielerin, die Hauptrolle. Und sie bleibt also als Besetzung bestehen in allen drei Versionen. Andere Schauspieler werden ausgetauscht, die sich der Fremdsprachen nicht mächtig zeigten. Die massenhafte Einführung des Tonfilms Ende der 1920er, Anfang der 1930er Jahre fällt aber in der deutschen Geschichte mit dem aufkeimenden Nationalsozialismus zusammen und während andere Übertragungsmodi neben der Synchronisation getestet werden, wie etwa die unverändert belassene Originalfassung, die übersetzt untertitelte Fassung oder auch die unübersetzt untertitelte Fassung oder auch der erklärende Filmerzähler, beherrschen starke nationalistische Tendenzen die Tagesordnung. Endgültig etabliert sich die Synchronisation jedoch erst nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Nach dem Ende der nationalsozialistischen Zwangskultur lassen sich ausländische Filme nur noch über eingedeutschte Fassungen an das Kinovolk der Nachkriegszeit vermitteln. Als nach Jahren des Importverbots erstmals wieder ausländische Filme auf den deutschen Kinomarkt gelangen. Das Publikum dürstet zwar nach den fremdländischen Produktionen, zumal die einheimische Filmproduktion nach dem Krieg da niederliegt, doch akzeptiert es die Filme nur in eingedeutschten Fassungen. Davon berichtet Thomas Bräutigam ausführlich in seinem Sammelbandbeitrag unter dem Titel Internationalität für die Menge, Filmsynchronisation im Kontext der alliierten Filmpolitik 1945 bis 1950. Und ich habe Ihnen hier einen Zeitungsartikel vom 7. März 1951 aus der Rhein-Neckar-Zeitung mitgebracht, wo Will Fischer unter dem schönen Titel Synchronisation ein schwieriges Problem schreibt.
ich zitiere, der deutsche Filmmarkt wurde naturgemäß in erster Linie vom deutschen Film bestimmt, während der ausländische Spitzenfilm hauptsächlich in den Großstädten in seiner Originalfassung als farbige Zugabe einer auserlesenen Programmgestaltung eingesetzt wurde. Nach dem Zusammenbruch war der deutsche Film aus den deutschen Lichtspielhäusern fast vollkommen verschwunden. In dieses Vakuum aber ergoss sich eine wahre Sintflut ausländischer Filme aller Kategorien. Das große Publikum lehnte die Originalfassungen ab, da es deren Sprache nicht verstand und eine ausgesprochene Animosität gegen die deutsche Untertitelung zeigte. Soweit Will Fischer 1951. Das heißt, das Thema beinhaltet gewissermaßen eine kritisch zu hinterfragende historische Kontinuität von der NS-Zeit über die Alliiertenpolitik nach dem Zweiten Weltkrieg bis in die Gegenwart hinein. Und Urs Spörri hat es bereits in seiner Begrüßung angesprochen, das ist jetzt auch die Zeit in den 1950er Jahren, in der amerikanische Filme wieder auf den deutschen Markt gelangen. Aber das ist auch die Zeit, in der eben die Medienpolitik in Deutschland so aussieht, dass die Verleiher dann Filme selbst zensieren. Das heißt, es gibt keine staatlich verordnete Zensur mehr, sondern das geschieht in Eigenregie oder auch durch die FSK. Und das treibt abenteuerliche Blüten. Zwei ganz prekäre Fälle sind die Klassiker Casablanca, wo eben in der deutschen Erstsynchronfassung dann 1952, 10 Jahre nach dem Originalstart des Films, die Nazis quasi heraussynchronisiert werden. Eine sehr fragwürdige Kunst. Und auch Weißes Gift, das ist der deutsche Erstverleihtitel von Notorious von Alfred Hitchcock, wo auch keine Nazis mehr drin vorkommen, also dieser komplexe politische Gehalt verloren geht, umgetextet wird. Die Filme werden auch geschnitten für die deutschen Fassungen. Und wir zeigen Ihnen dann im März ein Beispiel aus dieser Reihe, das kaum zu sehen ist, wirklich eine Rarität, nämlich Robert Flores Abenteuerfilm Der Mann ohne Gesicht, Rogue's Regiment. Das können Sie sich dann schon mal vormerken. Ja, um beim Beispiel Casablanca zu bleiben, da heißt es 1975 in der sicherlich Ihnen vertrauten Synchronfassung einmal, ich zitiere aus dem Synchrondialog, kurz nachdem wir geheiratet hatten, ging Viktor zurück in die Tschechoslowakei. Sie brauchten ihn in Prag, aber dort wartete die Gestapo auf ihn. Nur 2 Zeilen in der Zeitung, Viktor Laszlo verhaftet, in ein Konzentrationslager gebracht. An derselben Stelle im Synchrondialog in der Erstsynchronfassung 1952 hieß es noch, ich zitiere, wir waren kaum verheiratet, als Viktor die Delta-Strahlen entdeckte. Und du weißt, was dann passierte. Ich war schon nach Paris vorausgefahren, ich ahnte, dass sie ihn verhaften würden, aber eins habe ich nicht erwartet, er bekam 20 Jahre wegen Sabotage. Also das ist eine sehr prekäre Zeit in der Synchrongeschichte. Es geschieht zum Beispiel auch 1961 noch, dass in Stanley Kubricks Lolita, der gleichnamigen Romanverfilmung, hier die Hauptfigur zwar den linken Arm zum Hitlergruß erhebt und im Original mit Sieg Heil die autoritäre Haushaltsführung ihrer Mutter karikiert. In der deutschen Synchronfassung, in der ihr Arm zwar freilich in gleicher Stellung im Bild zu sehen bleibt, dann aber Salute ausruft. Ich möchte Ihnen daher diesen besonderen Umgang mit der Darstellung nationaler Images anhand einiger markanter Beispiele aus der Filmsynchrongeschichte illustrieren. Wir fangen mal mit einem vermeintlich harmlosen Beispiel an, nämlich der Frage, inwiefern ein Botschafter seine Nation ändern kann, und zwar im Dienste der Lippensynchronität und auch um dem deutschsprachigen Zielpublikum eine ähnlich exotische Wirkung zu entfalten. Und dazu ein Ausschnitt aus Stanley Donnens Komödie Indiskret mit Ingrid Bergman als Schauspielerin Anna Kallmann. Die ist von offiziellen Empfängen und Banketten derart gelangweilt in diesem Filmklassiker aus dem Jahr 1958, dass Annas Schwester versucht, sie dennoch für einen Botschaftervortrag zu begeistern. Und achten Sie einmal darauf, auf die Nationalität des Botschafters, des Ambassadors. Wir schauen uns zunächst die englische Originalfassung an. Also, the Dutch Ambassador, und er hat über eine Stunde auf Niederländisch gesprochen. Ingrid Bergmans Figur Anna Kallmann versteht kein Niederländisch offensichtlich und war gelangweilt. Was macht jetzt die deutsche Synchronbearbeitung daraus? Selbe Stelle. Also der niederländische Botschafter wird in der deutschen Fassung im Dienste der Exotik und der Lippensynchronität kurzerhand zum Japaner.
Diese Freizügigkeit im Umgang mit dem Herstellen nationaler Images wird uns auch in anderen Beispielen begegnen. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass sich beim Kulturtransfer, den der Film bei der Synchronisation durchläuft, oftmals im Hinblick auf nationale Images sehr bemerkenswerte Beobachtungen machen lassen, insbesondere wenn es um das Einschließen oder Ausschließen der Darstellungen von anderssprachigen Figuren in fremdsprachigen Produktionen geht. Und wir werden uns dann im April eben rund um Ostern auch mit einem solchen Fall befassen, nämlich Stirb langsam, wo dann im Original deutsche Terroristen in der deutschen Synchronfassung auf einmal zu einem internationalen Gespann werden, die unter anderem Italienisch sprechen. Diesen freizügigen Umgang mit national markierten Topoi möchte ich Ihnen an einem weiteren kurzen Beispiel illustrieren, das schon eher eine Entschärfung des politischen Gehalts beinhaltet. In der deutschen Synchronfassung von Alfred Hitchcocks Über den Dächern von Nizza, also To Catch a Thief, sind jene Passagen, in denen im Original negativ gezeichnete deutsche Figuren vorkommen, entsprechend angepasst. Auch hier ein kurzer Ausschnitt. So, der German General, der von Germain umgebracht wurde, der ist in der deutschen Fassung, wie Sie schon vermuten können, verschwunden. Doch was setzt Sie denn an diese Stelle? Also Sie sehen eben, wie hier in einer sehr fragwürdigen Praxis aus Über den Dächern von Nizza an dieser politische Gehalt der negativ gezeichneten deutschen Figuren der German General und auch an weiteren Stellen verschwunden ist. Im Musical Chitty Chitty Bang Bang von Ken Hughes aus dem Jahr 1968 tragen die verwendeten Fremdsprachen zum Beispiel erheblich zur Orts- und Figurencharakterisierung bei. Die Gestrandeten sind gerade in einem fernen Land, nämlich in Bulgarien, gelandet und befinden sich auf der Suche nach dem Schloss, übrigens gedreht auf Neuschwanstein. Sie wissen jedoch nicht, welche Sprache die Bulgarianer sprechen und auch verstehen. Und da kann es schon einmal vorkommen, dass im Original auch Deutsch probiert wird. Auch da schauen wir einmal kurz rein. Also der Schloss führt nicht zum Erfolg. Wie versucht man jetzt diese Mehrsprachigkeit auch in der deutschen Fassung abzubilden? Das führt uns zum ganz grundsätzlichen Problem, nämlich was tun, wenn im Original Deutsch gesprochen wird und auf einmal in der deutschen Synchronfassung alle Deutsch sprechen. Auch dazu ein kurzer Ausschnitt, nämlich aus dem Film Contact, einem Science-Fiction-Film aus dem Jahr 1997 mit Jodie Foster. Hansi Jochmann, ihre deutsche Stimme, haben wir ja in der Videogrußbotschaft vorhin schon gehört, werden Sie gleich nochmal hören. Und hier geht es um die Entschlüsselung einer außerirdischen Botschaft, die ausgerechnet eine Videoaufzeichnung oder eine Filmaufnahme vielmehr der Eröffnung der Olympischen Spiele 1936 in Deutschland benutzen, um ihre Botschaft zu kodieren. Auch da schauen wir kurz rein, zunächst im Original. In Inglourious Basterds aus dem Jahr 2009 von Quentin Tarantino geht der Witz einer Personencharakterisierung in der deutschen Synchronfassung schlicht verloren, da man hier die Vielsprachigkeit der Figuren nicht adäquat umzusetzen vermag, sondern schlicht eindeutscht. So werden hier in dieser Originalfassung werden Sie erkennen, dass der polyglotte Schauspieler Christoph Waltz schnell wittert, dass man ihm Brad Pitt, Eli Roth und Omar Doom als falsche Italiener unterjubeln möchte, was an deren Aussprache deutlich markiert ist. Da muss die deutsche Fassung einfach kapitulieren, denn Inglourious Basterds steht quasi in der Tradition polyglotter Filme. Es werden vier Sprachen verwendet, zwischen denen hin und her gewechselt wird. Und das sind eben Englisch, Deutsch, Französisch und Italienisch. Hier jetzt nur der Ausschnitt aus der Originalfassung, um diesen Sprachwitz zu transportieren. Ja, soweit die Originalfassung von Inglourious Basterds. Eine andere Lösung bietet Wes Andersons exotisierendes Roadmovie auf Schienen, Darjeeling Limited aus dem Jahr 2007, in dem drei ungleiche Brüder, gespielt von Jason Schwartzman, Owen Wilson und Adrian Brody, nach dem Tod ihres Vaters auf eine Sinnsuche nach Indien gehen. Da werden im Zug dann aus beschimpften Deutschen im amerikanischen Original in der deutschen Synchronisation kurzerhand Schweizerinnen. Beschwert sich Adrian Brodys Figur in der amerikanischen Originalfassung wörtlich »These Germans are bothering me«, so scheint in der deutschen Fassung sein Zorn eine geografische Verschiebung in Richtung Alpenrepublik erfahren zu haben, die dem deutschen Publikum die Beleidigung verschweigt.
Auch das ist natürlich ein sehr spannender Fall und lässt uns fragen zurück, warum 2007 hier eben so eine Nationalitätenänderung noch stattfindet. Ich habe Ihnen noch einen weiteren Fall mitgebracht, nämlich Soylent Green aus dem Jahr 1973, Richard Fleischers dystopischer Öko-Science-Fiction. Und hier gibt es ganz kleine Änderungen, minimale Änderungen schon, die aber große Veränderungen in der Figurenzeichnung mit sich bringen. Das ist der letzte Filmauftritt von Edward G. Robinson. Es war seine 101. Filmrolle und seine letzte. Er stirbt nicht nur in der Figur im Film, sondern ist auch während der Dreharbeiten gestorben. Und Edward G. Robinson spielt in Soylent Green Solomon Sol Roth, eindeutig als jüdisch, schon vom Namen her und von seinen Ausdrücken, von seinem Auftreten her markierte Figur. Und jiddische Ausdrücke wie Lachaim oder Schmock werden in der deutschen Fassung auf einmal nivelliert. Also es gibt da auf einmal diese Charakterisierung nicht mehr. Auch das wollen wir uns kurz an ganz kurzen Ausschnitten vergegenwärtigen. Lassen Sie unseren Blick zu der Frage weiten, wie übersetzt wird und welche Strukturen und Elemente im filmischen Transferprozess der Synchronisation stehen bleiben, welche ausgetauscht werden. Ralf Junker-Jürgen geht im Sammelband etwa der Frage nach, wie sich die Anredekonventionen in den Filmen von Pedro Almodóvar aus dem Spanischen adäquat ins Deutsch übertragen lassen. Doch nicht nur hinsichtlich sprachlicher Konventionen, auch hinsichtlich des Weltwissens des Publikums lassen sich hier interessante Beobachtungen machen. Christopher Köbel hat ja in seinem Grußwort schon darauf hingewiesen, was darf man voraussetzen beim Publikum der Originalfassung, was darf man als bekannt und vertraut beim Publikum der Zielfassung voraussetzen, also beim deutschsprachigen Publikum. Carry on Cleo, Gerald Thomas' Sandalenfilm-Parodie auf Deutsch ist ja irre, Cäsar liebt Kleopatra, führt uns diese Frage vor Augen. Wir befinden uns im antiken Rom, doch das Angebot auf dem Sklavenmarkt ist auch nicht mehr das, was es einmal war. Und achten Sie mal auf den Namen des römischen Sklavenhändlers, der sich mit seinem Bruder selbstständig gemacht hat. Also Marcus and Spensius, das ist natürlich eine Anspielung, die das angelsächsische Publikum gleich als Verweis auf die Kaufhauskette Marks and Spencer dechiffrieren kann. Doch wie haben die Synchronbuchautoren 1964 reagiert? Hat man diese Anspielung so übernommen oder versucht, sie durch ein deutsches Äquivalent zu ersetzen? Und wenn ja, welches? Also Marcus and Spensius blieb stehen. Ein Gegenbeispiel stellt die Satire Le Prénom, der Vorname, von Mathieu de Laporte und Alexandre de la Patellière nach ihrem gleichnamigen Bühnenstück dar. Die politisch unkorrekte Satire, die um die Frage kreist, ob man seinem Kind den Vornamen Adolf, allerdings geschrieben mit PH und E, ob man dem Kind den Vornamen Adolf geben darf, stellt Vermutungen an, dass die Figur Claude schwul sei. Das soll aus dem Geschmack und den Gewohnheiten Claudes abgeleitet werden. Interessant ist der Fall für uns in der Hinsicht, dass Claude in der deutschen Synchronfassung ein anderer Musikgeschmack in den Mund gelegt wird als im französischen Original. Wir sehen jetzt erst die deutsche Synchronisation der Vorname. Also Claude hört gerne Céline Dion, was ihm angeblich einen vermeintlich schwulen Musikgeschmack in Anführungszeichen attestiert. Doch den Synchronbuchautoren erschien hier offenkundig ein Eingriff notwendig, da sie beim erwarteten Weltwissen und Erfahrungshorizont des Publikums der deutschen Synchronfassung keine Kenntnis des in der Originalfassung genannten Musikers erwarteten. Auch wenn die Franco-Kanadierin Céline Dion vermuten lässt, dass ihr Name einfach aus dem Original übernommen wurde, haben wir es doch mit einem durch und durch französischen Setting zu tun. In Le Prénom, in der Originalfassung, hört Claude einen anderen Sänger. Also Céline Dion ersetzt in der deutschen Bearbeitung den französischen Sänger Etienne Dao, bei dem offensichtlich bei der Synchronisation davon ausgegangen wurde, dass er dem deutschsprachigen Zielpublikum nicht bekannt ist. Genau, also sie scheinen diesen Eindruck zu bestätigen. Immer wenn ich die Clips irgendwo zeige, jetzt außerhalb Frankreichs, dann ist das entsprechend aufgegangen von der Rechnung der Synchronbearbeiter.
Dass in der Synchronfassung nicht nur etwas anderes, sondern auch mehr zu hören ist als im Original, offenbaren andere Beispiele. Zum Beispiel 1984, diese George Orwell-Verfilmung aus dem gleichnamigen Jahr von Michael Radford. Da wird auf einmal in der deutschen Fassung ein Teil des Romans zitiert aus dem Off. Oder auch Alien von Ridley Scott aus dem Jahr 1979, wo auf einmal der Computer spricht und nicht mehr nur per Tasteneingabe und über den Bildschirm kommuniziert wird mit ihm. Da heißt es dann auf einmal in der deutschen Fassung, ich darf jetzt mit Mutter reden, also Mutter ist der Name des Bordcomputers, wohingegen es im Original heißt, I got access to Mother. Wie weit eine Anpassung an das Zielpublikum gehen kann, offenbart die deutsche Bearbeitung des Westerns The Hallelujah Trail von John Sturges aus dem Jahr 1965, deutscher Titel 40 Wagen westwärts, in der gleichsam aus dem Nichts in der deutschen Fassung ein zweiter Erzähler auftritt, der in der Originalfassung so überhaupt nicht vorhanden ist und der das deutsche Publikum im Duktus der Wirtschaftswunderjahre mit Referenzen auf reich genährte Politiker, auf Lohnerhöhungsforderungen und Karl-May-Verfilmungen bedient, wo in der Originalfassung nur ein einzelner Erzähler die glorifizierte amerikanische Landnahme im Kampf mit den sogenannten Indianern referiert. Durch diese Bearbeitung bricht die deutsche Fassung das Pathos der Vorlage und ironisiert sie stark. Hier hat die deutsche Fassung gleichsam das pathosgeschwängerte Original an ein deutsches Zielpublikum angepasst, welches auf die typisch amerikanischen nationalen Topoi gewiss reservierter reagiert hätte als auf die aufgepeppte deutsche Fassung, in der sich qua zweitem Erzähler der Wirtschaftswunderalltag in die amerikanische Prärie dann einschreibt. Also wir haben es mit so einer Art Hybrid zu tun. Auf einmal, ich nenne das gern den Wirtschaftswunder-Western, tritt da ein zweiter Erzähler auf in der deutschen Fassung. Der wird übrigens von Hans Klarin gesprochen. Ist auch ein sehr schönes Beispiel. Ich möchte abschließend noch aus Zeitgründen, damit wir noch ein bisschen diskutieren können, auch noch auf eine Frage der Übersetzung zurückkommen, nämlich nochmal auf Irvin Winklers Biopic The Lovely über den Musical-Komponisten Cole Porter aus dem Jahr 2004, in dem Film das Leben von Cole Porter thematisiert wird, gespielt von Kevin Kline und in der deutschen Fassung interpretiert von Arne Elstholz. Wir haben vorhin schon einen Ausschnitt gehört. Da geht es jetzt um die Frage auf der Dialogebene, wie kann man den Dialog an den Bildinhalt rückbinden und inwieweit lassen sich bestimmte Wortspiele auch übersetzen? Als Cole Porter eine schwere Operation hinter sich gebracht hat, wird er zurück an seinen Flügel gebracht, an dem er komponiert, und Folgendes hören wir im Original. Synchronfassungen können aber mitunter auch einfach Fehler enthalten. So wird zum Beispiel aus dem Biopic Love and Mercy über den Beach Boys-Musiker Brian Wilson, wo es im Original heißt, ein Musiker sei aufs Conservatory gegangen, ein Konversatorium in der deutschen Fassung. Und das ist so durchgegangen. Also wenn Sie den Film jetzt in der deutschen Kinofassung oder in der deutschen Heimkino-Auswertung hören, ist auf einmal vom Konversatorium die Rede. Fragwürdig, welche Sprachschule das sein soll oder Schule für gute Rede, Gesprächsführung. Auf jeden Fall ist natürlich die Wirkung eine ganz andere. Man meint auf einmal, die Filmfigur verwendet Fremdworte, die sie gar nicht, deren Bedeutung oder deren korrekte Verwendung sie gar nicht erkennt. Also solche Fehler können auch einfach vorhanden bleiben. Das wäre Love and Mercy. Ich möchte ganz gern noch auf einen besonderen Fall eingehen, der auch immer wieder natürlich im Zusammenhang mit deutschen Fassungen erwähnt wird, nämlich das sogenannte Synchrondeutsch, dass auch bestimmte Ausdrücke einfach übernommen werden, eins zu eins übersetzt werden, die man so im Alltagsdeutsch nie verwenden würde. Also Airport ist hier ein guter Fall, nämlich da gibt es eine blinde Passagierin, Ada Quonset, gespielt von Helen Hayes, und die schmuggelt sich ohne Flugticket immer wieder an Bord von Maschinen als blinde Passagierin und ist dann einmal verhaftet worden und sagt im Original Policeman. Und in der deutschen Fassung ist dann mit Ruth Hellberg für Helen Hayes auf einmal eine Großaufnahme in Airport zu sehen. Und da heißt es dann an derselben Stelle Polizeimensch. Und das ist natürlich lippensynchroner als Polizist, aber auf einmal entsteht so eine Wortneuschöpfung, die es eben ganz klar nur in der Synchronfassung gibt, der Polizeimensch.
Ein anderes Beispiel, und das ist natürlich ein Superklassiker, ist die Serie Die Zwei. An ihrer Reaktion merke ich einigen von Ihnen noch vertraut. Und Rainer Brandt und das Schnodderdeutsch als spezielle Spielart der Filmsynchronisation, also ein sehr freier Umgang. Und ein Paradebeispiel ist eben die britische Fernsehserie The Persuaders, 1970, 1971 entstanden, Deutsch Die Zwei, mit einer aufgepeppten, derb aufgefüllten Synchronisation, die sehr frei mit dem Original umgeht. Rainer Brandt ist hier selbst für Tony Curtis zu hören und Lothar Blumhagen für Roger Moore. Und Rainer Brandts Dialogbücher, die waren derart originell, dass die Fernsehserie damals in Deutschland Kultstatus erreicht hat. Zahlreiche Redewendungen sind in den 1970ern dann auch im Alltag zitiert worden, zum Beispiel Sleep well in your Bettgestell oder auch Hände hoch, ich bin Achselfetischist. Brandt verwendet auch selbstreflexive Anspielungen auf seine Synchronleistung, also seine Eindeutschungsleistung. Also da heißt es dann mal in der deutschen Fassung, wenn er seine Figuren sagen lässt, lass doch die Sprüche, die setzen ja die nächste Folge ab. Sie haben schon eine Menge Sprüche losgelassen, die nicht jedermanns Geschmack sind. Oder auch mal Originaltexte hören, interessiert doch nicht. Oder sehr schön ist auch eine Szene, in der Danny Wilde dann über das Halten im Parkverbot befindet, mache ich vom ZDF auch immer so. Gibt's so in der Originalfassung natürlich nicht. Ich habe Ihnen jetzt so als kleines Schmankerl einen Ausschnitt aus der Folge Der Morgen danach mitgebracht. Zuerst natürlich das Original. Die Serie, ich werde das immer wieder gefragt, ja, die Serie ist im Original auch parodistisch angelegt, aber Rainer Brandt setzt da doch ordentlich noch eine Schippe drauf. Also soweit ein Ausschnitt aus Die Zwei. Ja, Filme werden nicht nur einmal synchronisiert, sondern mehrfach, zum Beispiel um sie einem Zeitgeschmack anzupassen, weil die Rechte an der ersten Synchronisation ausgelaufen sind oder auch, weil diese verschollen ist, keine Filmkopie mehr aufzutreiben ist. So ist zum Beispiel auch Louis de Funès mehrfach bedacht worden im Original L'Avare, der Louis der Geizkragen ist der deutsche Titel, gibt es mehrere Synchronfassungen, zum Beispiel eine aus dem Jahr 1979 mit Peter Schiff, den haben Sie noch als Hell 9000 in Erinnerung, unter der Regie von Rainer Brandt auch, der eben auch Louis de Funès ins Deutsche aufgepeppt hat. Und es gibt auch eine Neusynchronisation aus dem Jahr 2008 unter der Regie von Frank-Otto Schenk mit Michael Pan hier rechts zu sehen für Louis de Funès. Auch da schauen wir kurz rein in der Gegenüberstellung. Zuerst die Neusynchronisation Michael Pan von 2008. Ja, soweit mal ein Vergleich der beiden Synchronfassungen. Es gibt auch Filme, die dreimal synchronisiert wurden. Vertigo wäre so ein Klassiker, drei deutsche Fassungen oder auch Schneewittchen von Disney. Wir nähern uns rasant dem Ende. Und aus künstlerischen Gründen gibt es natürlich auch Beispiele, wo eine bestimmte Ästhetik erreicht werden soll. Im Original wird da schon alles nachsynchronisiert, nämlich zum Beispiel natürlich bei Rainer Werner Fassbinder, der eben aus künstlerischen Gründen, um eine bestimmte Verfremdung auch zu erzielen, seinen Melodram Angst essen Seele auf komplett nachsynchronisiert hat, also keinen Setton verwendet hat, also im Original schon eine Nachsynchronisation stattfindet. Und ein jüngeres Beispiel wäre das Zimmermädchen Lynn mit Vicky Krieps in der Hauptrolle. Und hier hat der Regisseur Ingo Häb zusammen mit seinem Tonmeister Stefan Colli auch den kompletten Film nachsynchronisiert, bis auf eine kurze Badezimmerszene ist das komplett nachsynchronisiert, aus ästhetischen Gründen, aus künstlerischer Erwägung. Auch bei nationalen Produktionen wurden und werden durch Akzent markierte Schauspieler mit perfekt deutsch sprechenden Schauspielern nachsynchronisiert. Auch das gibt es. Dieses Phänomen gehört keinesfalls der Vergangenheit an. So ließ etwa Regisseurin Caroline Link für ihren Oscar-gekrönten Spielfilm Nirgendwo in Afrika 2001 den gesamten Part von Merab Ninice durch Herbert Knaub nachsynchronisieren. Also wir sehen Ninice, hören aber nicht seinen georgischen Akzent, sondern hören Herbert Knaub. Das wurde insbesondere in den Postcolonial Studies mit Argwohn beobachtet. Es gibt einen sehr schönen Aufsatz dazu von Christine Kopp. Ja, und schließlich ist es ja so, dass sich Alterität bzw. Vertrautheit oft auf ganz verschiedenen Ebenen vermittelt. Text, Sprache, Stimme, über das Lautliche an sich. Und uns diese permanente Interaktion von nationalem Sujet und inter- bzw. transnationaler Rezeption ein hybrides Gebilde vor Augen führt.
vielleicht sogar ein Bastard. Welche Wirkung hat diese grundlegende Simulation, die Figuren sprechen mit deutscher, französischer, spanischer, italienischer Muttersprache, bei gleichzeitigem Agieren in einem eindeutig nicht deutsch, nicht französisch, nicht spanisch, nicht italienisch markierten Setting? Das ist eine der Grundfragen, die wir uns stellen sollten. Und nicht die deutsche Synchronisation eines großen Hollywood-Blockbusters, sondern ein deutscher Filmklassiker führt dieses Simulationsproblem in bewusster, doch unkritischer Ironie vor. Helmut Keutners Mob T aus dem Jahr 1957. Das ist ein Film, der tut so, als ob er synchronisiere. Also er fingiert die Synchronisation nur. Wir befinden uns in Paris im Jardin du Luxembourg, in dem eine junge Französin und ein junger Ungar aufeinandertreffen. Freilich wird im Folgenden nicht synchronisiert, sondern Romy Schneider und Horst Buchholz sind den gesamten Film über mit ihren eigenen Stimmen zu hören. Das heißt, die angekündigte Synchronisation wird nur fingiert. Und wird von Keutner, dem Regisseur, aber auch Erzähler des Films, als sogenannte Zauberei vor Augen geführt. Das wollen wir uns noch anschauen. Also soweit ein Ausschnitt aus Keutners Mob T. Sie kennen das jetzt, diese Zauberei. Mit Manfred Lehmann als deutscher Stimme von Bruce Willis haben wir angefangen und mit Bruce Willis wollen wir auch aufhören. Bislang haben wir uns ja nur mit professionell hergestellten, autorisierten, offiziellen Synchronfassungen beschäftigt. Doch freilich blüht gerade in Zeiten niedrigschwelliger Videobearbeitung und Veröffentlichung auch eine aktive Szene an selbstgemachten Fansynchronisationen, Fandubbings. Und die gehen oft sehr humorvoll mit dem vorgefundenen Material um, oft auch sehr frei, noch viel freier als Rainer Brandt mit seinem Schnodderdeutsch. Als letzten Clip schauen wir uns daher zum Abschluss eine Fansynchro aus Baden-Württemberg an und die stammt von Dominik Kuhn alias Dodo K. Vielleicht kennen einige seinen Kanal. Und sie verarbeitet den bislang vorletzten Auftritt von Bruce Willis innerhalb der Stirb langsam Franchise, gewissermaßen dialektal bearbeitet. Ja, soweit Dodo K.'s Fanbearbeitung von Stirb langsam 4.0. Damit darf ich zum Abschluss nur noch auf die kommenden Termine hinweisen. Also ab nächsten Samstag gibt es dann jeweils am zweiten Samstag eines Monats eine besondere Synchronfassung zu sehen. Jeweils ab 17 Uhr erzähle ich Ihnen dann was. Das wird kürzer werden und wird nur zu einem Film, jeweils nämlich zum gezeigten Film der Bearbeitung gehen. Und die schauen wir uns dann en Detail an. Das heißt, wir fangen nächsten Samstag an mit Orson Welles, der Überklassiker Citizen Kane, Original 1941, deutsche Fassung 1962. Da dürfen Sie jetzt schon misstrauisch werden und gespannt sein natürlich. Ich danke an Günter Volkmann im Vorführraum für die technische Unterstützung heute, Urs Spörring nochmal, Christopher Köbel vom BDÜ und Ihnen natürlich für Ihre Geduld, dass Sie so lange ausgeharrt haben. Vielleicht gibt es jetzt noch die eine oder andere Frage zur Diskussion. Und würde mich sehr freuen, wenn Sie wiederkommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen lieben Dank, lieber Nils, für diesen umfassenden Vortrag. Genau, also wir haben ja wirklich sehr, sehr viel erfahren. Und ich denke, wir haben noch die Gelegenheit für ein paar Fragen. Eine habe ich aber noch vorneweg, die mich wirklich interessiert jetzt nach deinem Vortrag, dass das jetzt ausgerechnet diese drei faschistischen Länder waren. Also da würde ich gerne noch mal ein bisschen mehr von dir hören, was du sagst, weil wir sind ja gerade in so einer Zeit, wo sowas ja immer wieder auch thematisiert wird und heute gibt's ja dann tatsächlich häufiger die Möglichkeit, sich Originalfassungen mit Untertiteln anzuschauen, aber du sagst, es ist ja immer noch so, die deutsche Synchronisation hält sich auch im Kino weiterhin. Woran liegt das? Also es ist tatsächlich so natürlich, dass sich Verschiebungen beobachten lassen, also gerade in neueren Abspielmedien. Wenn wir jetzt den Video-on-Demand-Markt angucken, da sehen wir schon, je nach Mediensozialisation, dass jüngere Nutzer tendenziell mehr auf Originalfassungen zurückgreifen. Gerade bei Serien, ne? Genau, gerade bei Serien auch. Aber was damit einhergeht, ist interessanterweise auch eine sehr lebendige Kultur, die Fassungen zu diskutieren. Also es gibt große Blogs, es gibt Foren, Netzwerke im Internet, die diese Bearbeitung dann auch in den Mittelpunkt des gelebten Austauschs stellen und die dann eben auch schon Vorschläge machen, zum Beispiel bevor die deutsche Fassung auf dem Markt ist. Also ich hatte ja dieses Schaubild aus Walking Dead gezeigt. Und es gibt tatsächlich eben Serienfans, die dann auch schon, bevor die deutsche Bearbeitung entsteht, Vorschläge machen, wie man das am besten machen könnte. Das Gegenbeispiel ist sozusagen, oder die Kehrseite, es wird oft auch viel kritischer drauf geguckt von den Fans und auch es gibt schöne Videos, Zusammenschnitt der größten peinlichen Synchronfehler bei den Simpsons zum Beispiel oder in anderen populären Serien. Das verändert sich so ein bisschen, verschiebt sich.
Aber nach wie vor ist tatsächlich so, also sobald es kommerziell quasi eine größere Bedeutung hat, kommt ein Verleih in Deutschland nicht umher, wenn er jetzt einen großen Markt erzielen will, den Film zu synchronisieren. Bei Arthouse-Titeln ist es auch oft eine Preisfrage. Also ich habe ja die Kennzahlen. Dokumentarfilm ist genau. Auch, wenn man sich die Kennzahlen nochmal vor Augen führt, wenn ich einen kleinen Verleih habe und einen Film in den Start bringe, welches Publikum möchte ich erzielen? Also lohnt sich das für mich überhaupt, den Film zu synchronisieren? Oder mache ich nicht eine Untertitelung, die eben wesentlich preisgünstiger ist, aber auch anständig bezahlt werden sollte. Wofür entscheidest du dich privat? Ja, das ist natürlich jetzt so die Masterfrage. Also ich versuche, vergleichend zu schauen. Also das kann ich eigentlich auch nur weitergeben. Ich meine, klar, ich habe jetzt ein professionelles Interesse daran, aber es war ja noch nie so einfach, von den technischen Voraussetzungen zu switchen. Also ich bin jemand, der noch mit VHS-Kassetten aufgewachsen ist, da gab es nur eine Tonspur und dann irgendwann kam die DVD- und Blu-ray-Wende. Und auf der Fernbedienung zwischen verschiedenen Sprachfassungen hin und her zu schalten, ist natürlich was ganz Luxuriöses, kann man so im Kino normal nicht machen. Deshalb war ja unser Anreiz für die Reihe unter anderem auch, dass sie in einem Kinorahmen mal zwei Fassungen direkt hintereinander in einer schönen Originalkopie und einer schönen deutschen Kopie hintereinander sehen können. Das machen wir dann nächsten Samstag mit Citizen Kane. Aber ich versuche, vergleichen zu schauen. Also jetzt zum Beispiel den neuen Star Wars. Wir haben uns gerade die Tage drüber unterhalten, wie sind bestimmte Sachen in der Synchronisation gelöst? Was gibt's im Original? Wir hatten Susanna Bonasewicz hier im September, die deutsche Stimme von Carrie Fisher, die jetzt ihren letzten großen Auftritt hatte. Spricht auch Bibi Blocksberg unter anderem. Also es ist gut und angeraten, vergleichen zu schauen, um sich ein ganzes Bild zu machen. Was ich vermisse, ist tatsächlich in der Filmkritik, dass die Filmkritik mehr auf die Fassungen eingeht. Oft ist das natürlich auch aus Zeit- und Raumgründen nicht möglich, aber wir wissen oft in den Besprechungen gar nicht, von welcher Fassung ist eigentlich die Rede. Mhm. Und wir haben oft eine Schieflage zwischen den Pressevorführungen. Auch hier in Frankfurt gibt es ja noch die schöne Tradition, Pressevorführungen zu machen für die Journalisten. Die sehen die Originalfassung, womöglich untertitelt, aber das breite Publikum konsumiert die Synchronfassung und es wird ein ganz anderer Film besprochen. Geht auch so weit, dass FSK und Film- und Medienbewertungsstelle nur die deutschen Fassungen auch bewerten und dann Freigaben geben. Aber jetzt ist natürlich Gelegenheit, wenn Sie Fragen haben oder Kommentare, komme ich mit dem Mikro zu Ihnen, zuerst Sie, dann. Möchte nicht versäumen, darauf hinzuweisen, dass es einen einzigen Fall in der Filmgeschichte gibt, ja, wo der Synchronsprecher, der deutsche Synchronsprecher, dem Originalschauspieler in jeder Hinsicht die Schau gestohlen hat. Und das ist der Walter Blum, der den Stanley Jefferson gesprochen hat, auch besser bekannt als Stan Laurel. Ja. Genau, das war auch eine Paarung, die sehr berühmt wurde. Ja. Ja, Sie haben es vorhin so schön vornehm ausgedrückt, es gibt einen sehr begrenzten Pool an Sprechern. Ja. Das muss ich leider auch immer wieder bemängeln. Das ist wie so ein elitärer Kreis und manchmal dann ödet es mich an, wenn ich eine deutsche Fassung sehe und immer wieder dieselbe Stimme höre. Mhm. Ich habe auch den Eindruck, dass die Variabilität abgenommen hat. Also ich erinnere an einen Siegfried Schürenberg, an einen Heinz Petruo oder Gerd Martiensen, der ja selbst übersetzt hat für Louis de Funès. Also ja, den haben wir eben gar nicht gesehen. Nee, das ist auch noch eine Stimmung. Das fehlt irgendwie. Was machen Sie zur Rekrutierung? Also ich meine, es muss doch möglich sein, mal so ein paar Talente auszugraben und ein bisschen weiterzufassen. Das ist so mein Eindruck in letzter Zeit. Deshalb sehe ich so gerne alte Filme, wegen der Stimmen auch. Heino Kindermann für Daktari. Wo sind die alle? Gut, also es gibt natürlich einen Generationswechsel. Also viele von denen, die Sie jetzt erwähnt haben, sind einfach nicht mehr da. Es gibt natürlich noch, ich sage jetzt mal, die alte Garde, Leute, die jetzt seit Jahrzehnten im Geschäft sind. Wenn Sie jemanden wie zum Beispiel den Jürgen Thormann nehmen, der Michael Caine seit 50 Jahren spricht, die haben eine andere Ausbildung erfahren, oft als junge Nachwuchsschauspieler. Es gab eine Zeit, also die Schauspieler, die Sie jetzt genannt haben zum Beispiel, das sind ja alles ausgebildete Theaterschauspieler. Und es gab eine Zeit zum Beispiel, dass Berliner Synchronateliers direkt vom Theater weg rekrutiert haben. Also sie hatten auf einmal quasi das Ensemble des Schiller-Theaters auch im Synchronstudio. Da haben sie natürlich dann eine andere Ausbildung, als wenn Sie jetzt zum Beispiel, um den Extremfall gegenüberzustellen,
einen Synchron-Workshop anbieten und jemand lernt an einem Wochenende grundsätzliche Techniken der Synchronisation. Das ersetzt keine jahrelange Schauspielausbildung. Also mit diesem Generationenwechsel ist auch oft ein Wechsel in der Ausbildung eingetreten. Und dann gibt es eine Tendenz, ich kann Ihren Eindruck insofern bestätigen, eine Tendenz zur Nivellierung der Stimmen, also keine Charakterstimmen, die man raushören kann, sondern vielfältig einsetzbare, aber dadurch auch weniger augenscheinliche oder weniger markante Stimmen. Das hat natürlich Vor- und Nachteile. Sie erkennen die Leute vielleicht nicht so schnell wieder. Sie sind vielfältig einsetzbar, aber sie stechen eben auch nicht so heraus. Also in Siegfried Schürenberg hören Sie natürlich immer raus, egal, wir haben jetzt vorhin gehört, eben aus über den Dächern von Nizza. Aber ja, das hängt einfach sozusagen auch mit Veränderungen in der Branche zusammen. Es wird sehr viel aus der Branche selbst auch rekrutiert. Das heißt, Sie haben jetzt die dritte Generation teilweise schon, die Kinder oder Enkel von Synchronschauspielern, von Synchronregisseuren, die jetzt selber arbeiten. Das sind jetzt so große, grobe Bögen, die sich da zeichnen lassen in der Kürze. Ja. Ich war viel in Polen und habe in Polen im Fernsehen nur eben diesen Erzähler erlebt. Das ist eine Bassstimme, die Frauen wie Männer alles gleichermaßen emotionslos einfach wie ein Computer nachspricht. Können Sie das irgendwie kulturell irgendwie erklären oder wie kommentieren? Ja, danke. Ja, das ist sehr gut, dass Sie darauf hinweisen. Das ist eine osteuropäische Tradition, also nicht nur in Polen, sondern gibt es in Russland zum Beispiel auch in anderen osteuropäischen Märkten. Das ist viel eher verhaftet im Sinne eines Filmerklärers oder Filmerzählers, wenn man das jetzt filmhistorisch einordnen möchte. Und das Kuriose sozusagen jetzt aus unserer Mediensozialisation heraus, wir sind es ja gewohnt, dass unterschiedliche Figuren mit unterschiedlichen Personen gespielt werden, dass da mehrere Schauspieler auftreten. Hier ist es ja, dass alles zusammenfällt. Also Sie haben quasi einen Erzähler, Sprech, Schauspieler, der alles interpretiert. Und das ist natürlich, je nachdem, was man gewohnt ist, eine vollkommen andere Situation, mit der man es da zu tun hat. Ist etwas, was auf dem osteuropäischen Markt verhaftet ist oder da tradiert wird und nach wie vor erstellt wird. Und mittlerweile, das Schöne ist ja, durch diese Globalisierung der Märkte findet man ja häufiger in der Heimkinoauswertung zum Beispiel solche Fassungen jetzt auch auf unseren Heimkinomedien oder in Video-on-Demand-Angeboten, sodass man mal hin und her schalten kann, wie wird der Film an den jeweiligen Zielmarkt angepasst. Danke für den Hinweis. Ja. Mir ist also der Konnex zwischen den alten faschistischen Regimen und der Synchronisation war mir noch nicht so ganz bewusst. Ich hatte es bisher eher für eine Kostenfrage gehalten, also dass es sich für kleine Länder einfach nicht lohnt, für das kleinere Publikum solche Kosten in die Hand zu nehmen, um Filme und Serien zu synchronisieren. Also gerade weil ich das also von Bekannten aus Holland kannte, die ja vielfach eigentlich nur die englischen Originalversionen sehen, einfach weil es sich nicht lohnt. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also es muss sozusagen auch aus Sicht des Herstellers eine kritische Masse erreicht werden, damit sich überhaupt die Reinvestitionen durch Kinoverkauf, Kinokartenverkauf lohnt. Niederlande ist heute ja dazu übergegangen, dass eigentlich nur noch Kinderfilme synchronisiert werden und selbst Kinderfilme werden vermehrt auch in der Originalfassung angeboten, was dann im Kinoprogramm entsprechend angezeigt wird. Es ist eine Kostenfrage, ganz klar. Es lohnt sich natürlich für einen großen deutschsprachigen Markt, wenn man zum Beispiel jetzt eine deutsche Fassung erstellt, die dann auch in Österreich und der deutschsprachigen Schweiz eingesetzt werden kann, wobei die Schweiz tendenziell Filme untertitelt und nicht synchronisiert zeigt. Es gibt auch eigene österreichische Fassungen mitunter, wobei das auch eine Kostenfrage ist, die nochmal von der Standarddeutschen für die Bundesrepublik produzierten abweichen. Das andere, also das ist natürlich eine Engführung, die Metz und Seeßen hier in dem Feature betreiben mit dieser Kurzschließung faschistische Regime der 30er Jahre gleich Synchronländer. Man muss sich das im Einzelfall näher anschauen. Das größte Manko bei dieser Theorie ist, dass Frankreich ausgeklammert wird, weil in Frankreich auch in den nicht großen Städten, wo die Filme auch untertitelt anlaufen, massenweise synchronisiert wird, auch heute noch.
Da hat es eine andere kulturelle Tradition, auch Pflege der eigenen Sprache und Kultur, die ja staatlich auch geschützt ist durch andere Initiativen, zum Beispiel eine Quote für französischsprachige Musik im französischsprachigen Radio oder ein Anteil französischsprachiger Kinoproduktionen in der eigenen Kinoauswertung. Also es ist noch ein bisschen anders gelagert, aber das wird da ausgeklammert. Und das andere ist, wenn man sich jetzt die Fälle einzeln anschaut, dann kann man das natürlich auch nicht gleichsetzen. Man kann jetzt nicht hingehen und sagen, hier drei faschistische Regime, gleich drei Synchronländer kommen raus. Aber es gab in Italien zum Beispiel eben von Mussolini eine Gesetzgebung, tatsächlich, dass alles synchronisiert werden musste. Das gab es in Deutschland so nie. Also das ist nochmal eine Besonderheit, wenn man sich jetzt einzelne historische Lagerungen anschaut, wie ist dann denn jeweils mit der einheimischen Sprache und den fremdsprachigen Filmen umgegangen. Aber es ist etwas, was sich auf jeden Fall lohnt, noch weiter nachzugehen. Gut, Sie haben auch gesagt, dass die deutschen Synchronsprecher wenig bekannt sind. Ich weiß, in Amerika ist es halt vor allem Zeichentrickfilmbereich, dass die wirklich auf Messen eingeladen werden. Und ich würde fragen, was so der große Unterschied ist oder ob sich das jetzt auch im Wandel befindet. Naja, also innerhalb der Industrie wird die Synchronisation immer noch nicht als so wichtig angesehen, dass man mit den deutschen Schauspielern so verfahren kann, dass man ihnen zum Beispiel adäquate Gagen oder eine adäquate Nennung zugesteht. Ich habe Ihnen da ja einige prekäre Fälle schon genannt. Es gibt Tendenzen, eine Verbesserung, dass zum Beispiel diese Dubbing Card jetzt durchgesetzt wurde, also dass alle Verleiher mittlerweile einen eigenen Synchronabspann machen. Das war vor 5 Jahren auch noch nicht selbstverständlich. Es gab auch berühmte Gerichtsprozesse hierzulande, dass zum Beispiel gegen ein großes amerikanisches Major-Studio vorgegangen wurde, dass eben eine Umbesetzung vorgenommen hat gegen den Willen des Synchronregisseurs. Und ja, also das ist, es gibt positive Tendenzen, aber im Gesamtbild würde ich sagen, ist die Würdigung der Betroffenen immer noch zurückhaltend. Es gibt exponierte Figuren, ganz klar, also Christian Brückner, der sich natürlich aber auch über andere Fälle oder andere Bereiche auch mitdefinieren lässt, also der einen eigenen Hörbuchverlag gegründet hat, der auch im Hörspiel aktiv ist, der auch als Star präsent ist. Aber Christian Brückner sozusagen nur durch das, was die Verleiher, die Filme mit ihm als deutscher Stimme für Robert De Niro rausbringen, jetzt seit über 40 Jahren, hätte auch nicht diesen Status. Das heißt, ich sehe das immer noch ein bisschen zwiespältig, aber vielleicht tut sich ja noch was. Wir sind fast am Ende, weil die Zeit wegläuft. Hier gab es eine letzte Meldung noch, die wir noch machen können, und vielleicht können Sie das Mikro raten. Ja, Sie haben ja gesagt, dass die Bezahlung der deutschen Synchronspieler verschwindend geringer ist als die eben der Originalschauspieler. Jetzt kommt es ja häufig vor, dass eben auch deutsche Schauspieler in Hollywood-Filmen mitspielen, wie zum Beispiel jetzt Christoph Waltz eben in, ja, wie im gezeigten Inglourious Basterds oder Django Unchained. Nun müssen eben ja aber auch diese deutschen Schauspieler in der deutschen Fassung meistens eben nochmal nachsynchronisiert werden und häufig. Und im Falle von Christoph Waltz ist das ja auch häufig der Fall, synchronisieren sich diese Schauspieler dann eben auch selbst. Wie schwierig ist es denn zum einen, diese Hollywood-Schauspieler ins Studio zu bekommen? Die haben ja auch relativ enge Zeitpläne, und werden die dann irgendwie nochmal höher vergütet als eben die normalen Schauspieler, Synchronschauspieler? Wie sieht das da aus? Also das kann man nicht so pauschal sagen. Das hängt von den Einzelfällen ab, je nachdem, was vertraglich vereinbart wurde. Also es gibt große Majors, die sozusagen schon mit Blick auf die Auslandsauswertung, auf den internationalen Markt Verträge schließen, wo zugesichert wird, dass der Schauspieler dann auch für die Synchronisation, wenn er jetzt vielsprachig ist, das mitmacht. Es gibt aber auch Schauspieler, zum Beispiel wie der erwähnte Christoph Waltz, der sich einfach selber sprechen möchte in der deutschen Fassung, der also ein künstlerisches Anliegen hat, dass er nicht von jemand anderem synchronisiert möchte, werden möchte. Das heißt, man muss das von Einzelfall zu Einzelfall entscheiden und anschauen. Es gibt historisch sehr interessante Beispiele, wo auch deutschsprachige Stars, die international Karriere gemacht haben,
dann in den deutschen Fassungen von jemand ganz anderem gesprochen werden, auch mit einem ganz anderen Timbre. Und dann gibt es auch andere Fälle, wie zum Beispiel Peter Ustinov, der dann auf einmal als Polyglotter international gewanderter Schauspieler dann auf einmal in 4 verschiedenen Sprachfassungen im Original und 3 Synchronfassungen sich selbst spricht, weil er es kann und weil er es wollte. Also man muss da von Einzelfall zu Einzelfall schauen, aber es ist ein wichtiger Punkt. Der enge Zeitplan wurde angesprochen. Wir sind natürlich kurz vor der nächsten Veranstaltung, die zufälligerweise auch eigentlich ganz gut eine Fortführung dieses Vortrags wäre. Nämlich wir zeigen Der Schatz im Silbersee jetzt gleich, um Karin Dohr zu ehren, die ja gestorben ist leider. Vielleicht magst du zum Abschluss noch uns kurz sagen, das ist ja nochmal auch ein Sonderfall, wenn quasi 2 ausländische Schauspieler in einer deutschen Produktion mitspielen, dann in ihrer eigenen Sprache wahrscheinlich sprechen. Ja gut, also den einen haben wir ja eben schon gehört und nur im Bild gesehen, Gerd Günther Hoffmann, der hier für Lex Barker die Rolle dann spricht in der deutschen Synchronfassung, also nicht nur Sean Connery und Paul Newman, sondern eben auch Lex Barker in den Winnetou-Filmen die Stimme geliehen hat, und auch Pierre Bries ist ja nicht mit seinem eigenen Organ zu hören, sondern auch er wird hier nachsynchronisiert in der deutschen Fassung, und das ist natürlich auch ein spannender Fall insofern nochmal, weil beide Hauptfiguren in der deutschen Fassung nachsynchronisiert sind. Also das gibt es gleich in einer sehr raren Sammlerkopie zu sehen, falls Sie noch Lust haben. Ansonsten nächste Woche Citizen Kane in Original und deutscher Fassung. Ich hoffe, Sie kommen wieder. Ansonsten 2. Samstag in jedem Monat haben wir das Vergnügen, uns mit Synchronisation zu beschäftigen. Noch bis Juni. Bitte einen großen Applaus. Nils Daniel Peiler. Vielen Dank fürs Kommen. Danke, dass Sie da waren.